Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum Brückenbauertag nach der Sommerpause. Und weil ein paar Gesichter und Namen tatsächlich gänzlich neu für mich sind, special thanks to you, schön, dass ihr mal reingeschalten habt, sage ich ganz kurz was zu dem Thema Brücken bauen und warum wir da so eine Brücke haben und was das eigentlich soll. Die Antje und ich haben vor, Antje Lehmann-Benz, die sich leider entschuldigt für heute, das wäre eigentlich die Co-Moderatorin. Wir beide haben uns vor knapp 2 Jahren gedacht, warum sind das eigentlich immer 2 separate Diskussionen oder Lager, die aufeinander schießen, wenn wir über Projektmanagement und Agilität sprechen? Das sind doch eigentlich nur künstlich getrennte Welten. In Projekten machen wir doch ganz viel Agiles und das ist ja auch, der Stefan wird es narrativer legen, eher eine Eigenschaft und Fähigkeit von Menschen, die irgendwie alle in uns drinnen haben. Klar wenden wir das schon in Projekten an und in agilen Frameworks, selbst wenn es Scrum ist, selbst wenn wir in der Reinform reingucken, gibt es da schon auch ein paar Ideen aus dem Projektmanagement. So ist es nicht und ein paar Ähnlichkeiten mindestens im PDCA-Zyklus planen, tun, dann mal checken und dann das Ganze anpassen und den Kurs korrigieren, damit wir am Ende Wert generieren, Nutzen bringen, Wirkung entfalten. Und wir haben gesagt, hey, lass uns doch eine Community gründen und das zusammenbringen und diese typisch hybriden Themen hier thematisieren und so eine Art Stammtisch etablieren, wo wir uns gemeinsam austauschen. Das ist also heute tatsächlich nicht als Monolog und Präsentation von erst mir und dann Stefan gedacht, sondern tatsächlich eher als Austausch. Unterbrecht uns jederzeit, wenn ihr Fragen habt. Nutzt den Chat, wenn ihr meint, das ist zu unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Und dann nehmen wir uns die Zeit für die Diskussionen, Beispiele, die ihr mitbringt oder auch Sorgen und Nöte oder Ideen und Impulse. Jetzt haben wir hier 26 Leute, 26 Perspektivwechsel. Da können wir einiges auch voneinander lernen. Gerade wenn wir mal hier die Anzahl an Jahren Erfahrung in Projektwelten zusammenzählen. Und damit grüße ich auch noch den Frank. Schön, dich zu sehen. Also wir wollen das miteinander verbinden und Stefan hat so ein klassisches Thema mitgebracht. Die große Frage ist, hey, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das miteinander verbinden, Projekt und Agilität, das nennen wir ganz oft dann Hybrid, auch wenn das teilweise vorbelegt ist, dieser Begriff, aber so eine richtige Definition gibt es nicht. Trotzdem können wir uns fragen, warum ist das relevant? Und da habe ich jetzt mal eine Statistik, auch wenn sie 5 Jahre alt ist, von der GPM rausgebuddelt. Die haben 902 Unternehmen befragt, hey, wenn ihr mal reinguckt in eure Projekte und Entwicklungsprozesse, wie managt ihr die denn? Durchgängig agil, durchgängig klassisch oder selektiv, mal so oder hybrid, mixt ihr das fleißig? Und der Großteil ist tatsächlich ein wilder Mix. Und deswegen ist es relevant, wenn der Großteil 37% ausmachen, was heißt denn hybrid? Und da hat Stefan was Schönes im Gepäck. Wie wir beides verknüpfen und vielleicht auch, differenzieren verschiedene hybride Varianten, wie man so Projekte managen kann mit einem agilen Touch oder total auch mit agilen Teams oder. Da hat Stefan die 5 Level der Agilität im Gepäck. Und bevor ich jetzt auf dich überleite, möchte ich dich noch kurz vorstellen in einer ganz du kannst selber zu dir noch ein paar Worte sagen, in der Form, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich neue Projekte starte, die besonders knifflig sind oder wo ich mich vielleicht zu gut verkauft habe am Anfang, dann, ich bin ja auch selber Business Coach, dann hole ich mir einen Coach und Sparringspartner, um entweder diese schwierige Phase zu überstehen und Orientierung zu finden oder eben jemanden zu haben, der mir vielleicht auch die ein oder anderen Körner in die Flinte legt, damit ich dann gut aufgestellt bin, einen guten Eindruck beim Kunden hinterlasse. Und Stefan ist einer dieser Personen, zu die ich gerne gehe, wenn ich nicht weiter weiß oder irgendwie den Wüstenhaufen in meinem Projekt nicht mehr überblicke und mir Rat hole und ihn als Sparringspartner nutze. Und so haben wir uns auch kennengelernt und schätzen gelernt. Und damit word to you, Stefan, der da oben im Norden sitzt, ich hier in München. Leg los, schnapp dir gerne den Screen, ich stopp das Teilen und freue mich wie alle anderen auch auf die 5 Level der Agilität. Also erstmal lieben Dank fürs super nette Vorwort, was ja schon fast wieder wie die andere Anmoderation für das Meeting gewesen ist oder das Webinar. Also da nochmal lieben Dank für die
Unterstützung für die Einladung. Ja. Und das mit den Sparringspartner, ja, das muss ich ja auch nochmal sagen, geht ja auch in beide Richtungen. Ja, das kann man jetzt dann auch ganz offen sagen. Ja. Und die ergänzenden Blickwinkel, ja, und Perspektiven finde ich sehr gut. Vielleicht zu dem Kennenlernen, also bevor ich die, wenn ich Folie rübergehe, ja, und in den klassischen Teil reingehe, zu den Brückenbauern bin ich gestoßen, weil ich litt an agiler Schizophrenie. Ja, das heißt, ich fand auf der einen Seite Projektleitung total super und habe dort Vorteile gesehen, ja, und habe ja auch selber Hands-on-Projekte geleitet, ja, habe aber auch Hands-on selber haben wir Agilität sozusagen Projekte eingeführt. So, und auf die agile Schizophrenie möchte ich halt später nochmal zu sprechen kommen. Aber im Grunde genommen war sozusagen halt Chris mit seiner, das poppte so bei LinkedIn halt auf. Ja, und das war halt der Punkt halt, wo ich halt auf die Brückenbauer und halt auch speziell auf Chris gegangen sind und schätze den Austausch in der Runde halt sehr. Ne? Und ja, und wir haben es hier über die Brücke, ja, die Brücken zwischen diesen beiden Welten und ich starte mal einen Versuch, so eine Brücke zu erstellen, ja, oder sie zu skizzieren oder sie zu malen. Und das ist jetzt das erste Mal nach 2 Jahren, dass das halt außerhalb Einzelgesprächs, Dunstkreis rauskommt. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr im Verlauf sozusagen halt mich mit euch auszutauschen dazu, ja, und dazu ja halt gegenseitig in den Diskurs halt sozusagen reinzugehen. Ja, und da finde ich auch gerade gut, sage ich jetzt mal hier, unterschiedliche Lager vertreten zu sehen, möchte ich es mal so formulieren, oder Geschmacksrichtung, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, und da freue ich mich einfach darauf. Ja. So, fangen wir erstmal davon an. Also, weil wir uns, denke ich mal, noch nicht alle kennen, erzähle ich mal ganz kurz, wer ich bin und weswegen ich überhaupt diesen Vortrag hier halte. Ich bin im IT-Zirkus seit ungefähr seit 2000er unterwegs, das heißt also schon seit circa 22 Jahren. Ja, würde mich jetzt als agilen Projektleiter bezeichnen, was ich darunter verstehe, also was ich persönlich darunter verstehe und wie ich das umsetze. Darauf würde ich dann halt in den laufenden folgenden Folien, sage ich jetzt mal, zu sprechen kommen. Ich sitze hier in Potsdam, das ist im Großraum Berlin. Und also was ich wirklich liebe und was meine Leidenschaft ist sozusagen, ja, halt Softwareprojekte halt zu rocken, Softwareprodukte zu bauen, Software mit anderen zu bauen. Und was ich halt an unserer Branche, also ich bin halt freiberuflicher Projektleiter, halt wirklich die kompletten Branchen, also von Automotive mit Volkswagen bis rüber die Zulieferer, ja, von Bosch bis E-Commerce, Otto, also wirklich alles mit dabei. So, und was für mich so ein man hat ja immer so seine, oder ich würde mal sagen, ich für mich habe so Projekte, wo ich sage, so, das waren so Leuchtturmprojekte, die ich für mitnehmen konnte. Und das letzte Leuchtturmprojekt, das ist gar nicht so lange weg, das war Projektleitung für die Fachverfahren bei der Corona-Unterstützungshilfe. Ohne halt zu weiter, ich weiß, das ist halt ein heikles Thema in einigen Runden. Es geht aber eigentlich mehr darum, sozusagen halt harte Termine, harte, also Vorgaben im Sinne von Gesetzen, dort aber wiederum innerhalb einer Zeit, wo, sage ich jetzt mal, es eher dem Chaos zugeneigt ist, dort halt wirklich funktionierende Lösungen, funktionierende Software halt am Mann zu bringen. Und das fand ich, da hat mir sozusagen das Vorgehen, auf das ich sozusagen halt weiter drauf eingehe, halt sehr weiter geholfen. Und habe mich dann im Nachhinein gefragt, auch mal wieder gechallenged, würde man das so wie es aufgebaut worden ist, wäre es besser gewesen, es anders aufzubauen? Und dann würde ich sagen, Nachgang in Nuancen. So, das wäre jetzt erstmal so in meiner Person. So. Ich würde mit meiner Person einfach weitermachen, weil jeder hat so seine Erfahrungswelt. Und es fängt mit der Utopie der Agilität. So, und da würde ich einfach mal einsteigen. Das wäre halt im Jahr 2000, wo ich dann bei der T-Systems in Hamburg gewesen bin. Und dort habe ich die Projektleiterausbildung gemacht. Und dort ging es dann halt mit ganz klassischer Projektleitung los, für die Lufthansa, was denn hier alles. So, und da war halt die
die Problematik, dass man halt auch in den Projekten, wenn man links und rechts geschaut hat, gab es immer größere Probleme da an der Stelle. Probleme im Sinne von Overrun, die Softwareziele wurden nicht eingehalten, die dicken Konzepte, die geschrieben worden sind, waren dann veraltet, wenn es rangehen soll. Ich denke, ich brauche hier, sage ich jetzt mal, nicht tiefer ins Detail gehen. Und wir haben dann halt angefangen, halt von für uns aus in Inseln, sage ich jetzt mal, angefangen, halt agile Methoden mit reinzunehmen. Wobei wir dann halt, sage ich jetzt mal, mit XP-Programming halt angefangen haben, um dann halt, sage ich jetzt mal, von den Vorteilen in der Softwareentwicklung für die Projekte halt zu genießen, um halt, ich benutze mal ganz bewusst das Wort, beweglicher zu sein. Und hier haben wir halt immer mehr, ich habe mich dann ja irgendwann mal selbstständig gemacht, 2006 als Projektleiter und Consultant im Commedia-Bereich und immer in kleinen Teams halt Softwareprojekte erstellt und das wurde halt immer größer und an der Stelle halt immer mehr agile halt Elemente, ich sag's mal, agile Elemente übernommen. Wenn ich sagen würde, wir haben Scrum angewendet, wäre es laut Guide gelogen gewesen. Aber wir haben ihn sozusagen angenommen, wir haben das Framework genommen und haben halt Elemente halt für uns halt übernommen. So, und das funktionierte sehr, 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 sehr gut. Das hat natürlich einige Bauchklatscher halt nicht verhindert. Das ist im Projektgeschäft, denke ich mal, aber auch über 20 Jahre halt auch schwierig, kein Bauchklatscher zu erleben. Also ich persönlich gebe zu, ich habe einige erlebt. Und dann ging es dann halt, also dort hat die Agilität, so wie ich sie verstehe, das Agile Manifest, eingezahlt. Also sie haben delivered. Ja, also wir waren beweglich, wir konnten halt auf Unvorhergesehenes, was immer wieder passiert. Und das muss dann nicht mehr dieses große, mein Gott, wir wissen gar nicht, was wir bauen wollen, sondern es muss ganz einfach sein, oh, das mit der Schnittstelle haben wir uns gerade ganz komplett anders gedacht, das funktioniert einfach nicht. Wir versuchen das zusammenzustöpseln. Ja, und da haben wir 3 Wochen, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit überredet, wir machen das so. Und das war eine Schnapsidee. Und das müssen wir jetzt komplett rollbacken. Ja, aber wir können das in einem Maß machen, dass sozusagen dieser Change, diese Änderung nicht teuer ist. Darum geht es ja eigentlich. Dass die Änderung gegenüber das Unvorhergesehene, dass das Unvorhergesehene schneller sehen kann und diese Kosten, dieses zu ändern, nicht allzu hoch sind. So, und da hat sozusagen die Agilität delivered. Und dann ging die Reise der Utopie für mich weiter. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich das ganze Zertifizierungsprogramm, Scrum Master, Product Owner. Und dann gehe ich dann halt in die Projekte halt rein. Und jetzt machen wir mal das Scrum halt mal richtig, laut Guide und wie das sozusagen auf dem Zertifikat steht. Und dann dachte ich mir, das ist alles ein bisschen komisch. Ich bin in einer Verheißungswelt gewesen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die halt im Absoluten gesprochen haben, die haben gesagt haben, das ist Agilität und vollkommen davon überzeugt gewesen sind. Und dass der Höhepunkt, das war ein Projekt im, na, ist das schnell, irgendwo in der Nähe von Köln. Komme gerade nicht mehr auf den Ort. So, und das war halt ein größeres Programm aufgesetzt, skaliertes Scrum. Und da waren halt in den Gilden, waren dann zum Schluss 15 Scrum-MasterInnen und 15 Leute, 100 Meinungen. Und ja, man kam dieser Verheißung. Also jeder hatte irgendwie ein Utopia im Kopf, ja, und dass das Projekt so und so agil sein sollte. Und es wurde diese Utopie aufgestellt. Und deswegen sage ich auch gerade ganz bewusst Utopie. Und ab dem Moment hat es sich dann für mich dann so langsam ein bisschen gedreht. Und zwar, da komme ich auch hier ganz bewusst auf meinen Teil der Enttäuschung hinzu. Also ganz persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das sozusagen halt in eurem Projektverlauf seht, in euren Projekten halt erfahren habt. Bei mir war das dann halt irgendwann mal den Punkt, dass halt auch agile Projekte scheitern. Sie scheitern halt einfach nur anders. Ja, also anstatt, sage ich jetzt mal, dass halt der Gantt-Plan geplant über 10 Teams oder 10 Einheiten, ja, oder Gruppen, wie immer wir es nennen wollen, obsolet wird, ja, und nicht eingehalten werden kann, dann habe ich auf einmal ganz andere Probleme. Ich nehme da mal aus meiner Projekterfahrung mal, wo wir so richtig auf die Nase gefallen sind. Das war für einen Schulbuchverlag in Berlin.
haben wir halt eine Comedia-Plattform halt hochgezogen. Da war ich halt mit meinem damaligen mit meiner damaligen Entwicklungsfirma da halt drin. Und gleichzeitig bin ich extern Scrum Master. Und ja, das war eigentlich just another CMS, Comedia-Webseitenprojekt dafür zu bauen. Das heißt also, das Was ja, war jetzt nicht großartig unbekannt, ja, das war sogar relativ gut bekannt. Auch das Wie war eigentlich relativ gut bekannt. Jedenfalls ist das Projekt dann halt losgelaufen. Das große Problem ist, dass halt wir halt, dadurch, dass wir unterschiedliche Dienstleister gewesen sind, und der eine Dienstleister halt das Projektziel nicht im Kopf gehabt hat, sondern eher etwas in seinem neuen Produkt auszuprobieren, möchte ich es mal so folgen. Ja, da hat keiner in irgendeiner Art und Weise halt Einfluss genommen. So, das war Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei, Kardinalsfehler. Wir haben keine zeitbare Software gezeigt. Ja, dafür kann die Agilität erstmal nichts. Aber der Punkt ist, es war halt keiner da, weder Scrum Master noch Team, ja, die das in irgendeiner Art und Weise das Budget getrackt haben, weil jetzt kam Kardinalsfehler Nummer drei. Auf diesem Planeten ist alles endlich. Ressourcen sind immer endlich. Und man möchte innerhalb mit gewissen Ressourcen möchte man irgendetwas haben. Also möchte irgendjemand ein Haus kaufen, ja, werden diese Ressourcen endlich sein. Vielleicht ist jemand hier in der Runde, der das glückliche Ausnahme ist. Meine wären es. Und ich hätte aber trotzdem ungefähr eine Vorstellung, würde ungefähr schon vorher wissen, was ich für meine 500.000, keine Ahnung, ja, was ich dafür bekommen würde wollen. So, und das Budget wurde halt eben nicht getrackt. Und dann nach 5 Monaten wurde halt klar, Moment mal, wie lange programmiert ihr eigentlich noch rum? Da, ihr könnt ja gar nicht zeigen. Ja, so, und dann wurde halt das restliche Backlog geschätzt. Und da kam dabei raus, ja, absolute Overrun und das Team wurde aufgelöst, das Projekt wurde gestoppt und die beauftragende Marketingabteilung war nicht mehr da. Also das war für mich damals halt der so ein Aha-Moment. Ja, auch ich kann hier scheitern, wenn ich ganz bestimmte Hausaufgaben agil hin, agil her, Stories hin, Stories her, wenn ich bestimmte Sachen nicht einhalte und nicht drauf achte. Und die würde ich mal im klassischen Lager, wo ich das Wort klassisch gar nicht mag, verorten würde. Also schlicht und ergreifend Hausaufgaben, die ich machen muss, ja, wenn das nicht gemacht wird, wenn das keiner übernimmt, dann fällt das halt auf die Nase. Und der Scrum Master hat es nicht bei sich gesehen. Man hat noch nicht gesehen, dass man das halt generell machen muss. So ist Punkt Nummer eins. Aber das würde ich mal sagen, auch Fehler in der Umsetzung. So, dann war ein anderes Projekt, das war halt Heizungsbauer, also Heizungs- und thermische Anlagen. Und das war halt, wie gesagt, halt war halt ein großes Nexus-Programm oder Projekt, obwohl es war als Programm aufgezogen. Und da war halt es halt wirklich da, dass halt es die ganze Zeit darum ging, was ist agil, anstatt wie können wir mit agilen Mitteln unterstützen, um das Projekt zum Ziel zu bringen. Also jeder war sozusagen mit sich selbst beschäftigt, ja, was Agilität ist, was das sein soll, anstatt darüber nachzudenken oder gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja, der Strang wurde dann zum Schluss zum Strick, weil auch hier wieder keine zeigbare Software, keine Fortschritte, nur arbeitstheoretische Debatten, keine Ergebnisse, jede Menge Budget verbraten und das schaut sich dann so ein Kunde auch im Programm dann auch nur 2 Jahre an und dann wurde der komplette Dienstleister rausgeschmissen. Da waren auf einmal, kann ich mich noch daran erinnern, da bin ich halt am Freitag weggefahren und Montag wiedergekommen und das war halt noch in Zeit, wo man wirklich im Office sah und da war halt, das waren 80 Leute und das war gähnende Leere. Es war wirklich, bis der neue Dienstleister angefangen hat, das hat 3 Wochen gedauert, war gähnende Leere. So, das war so diese Leere, die auf einmal dann da ist, wenn das wirklich ganz hart gestoppt ist. Ich sag mal, wenn halt nur Blindleistungen produziert wird, das würde für sich selber keiner akzeptieren, wenn er irgendetwas kauft. So, und das war für mich so der Punkt, so, ja, ihr mögt ja alle schöne Ansichten haben, aber sie arbeiten nicht im Absoluten. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn ich bei LinkedIn reinschaue, dann sehe ich ganz vieles. Ich habe das motivierte Team, ich habe die Agilität, ich habe immer das, ich habe immer absolute, totale Begriffe. Und wenn ich halt, und der nächste Punkt ist sozusagen, dass der Mindset-Gedanke, also ist jetzt noch nicht mal, dass du vielleicht die Methode falsch anwendest, du denkst falsch. Und ich finde, da, das ist man, finde ich, ist sozusagen halt der Diskurs,
Ja, und wir sind hier bei den Brückenbauern. Wir versuchen ja eine Brücke zu bauen, dass der Diskurs in einigen Lagern, sage ich jetzt mal, sich so verhärtet hat, dass halt ein totales Denken entsteht. Und wenn jemand denkt, dass er das wahre Denken hat und die anderen denken falsch, ja, und man muss nur ihm folgen, das finde ich, war für die Menschheit im Zusammenarbeiten schon immer eine ganz, ganz gefährliche Denkweise da an der Stelle. Da halt so, ich habe letztens noch von einem LinkedIn, sage ich jetzt mal, Bekannten, der immer wieder auftaucht, der hat was Schönes gesagt. Und ich finde, pauschale Lösungen in unserem komplexen Umfeld sollten verboten werden. Und also ich würde es vielleicht nicht so hart ausdrücken, aber im Grunde genommen, die Welt ist nicht nur komplex, sie ist manchmal auch noch paradox. Also Sachen, die vielleicht gar nicht zusammenpassen, sind aber gleichzeitig da. Die Leute wollen Energiesparen von SUV. Die Welt ist nicht immer, es ist nur das eine oder das andere. Manchmal gibt es Sachen, die sich völlig widersprechen, parallel. Und ich muss aber, sage ich jetzt mal, oder möchte ja halt Lösungen halt im Projekt halt schaffen. Und ich muss nicht nur mit Komplexität, ich muss auch mit der Paradoxität umgehen. Und wenn ich da nur pauschale, einfache Märchensprüche habe oder Pauschalplätzchen, da komme ich einfach nicht weiter. Und hier, was ich gerade so ein bisschen überschrieben habe, diese Reise für mich persönlich, ja, wo ich dann gesagt habe, okay, hey, wir müssen hier was anders machen, als gerade jetzt hier bei der T-Systems gerade passiert, vor 20 Jahren. Ja, das war hier so ein bisschen so der Auslöser, was ihr gerade seht, dass der Hype-Zyklus oder Hype-Zyklus von Gartner, und da gibt es sozusagen halt eine Annahme, dass ich halt auf Aufmerksamkeit zur Zeit für irgendein Phänomen, ja, das kann Agilität sein, das können aber auch NFTs sein zum Beispiel, ja, dann gibt es irgendwie einen Auslöser für einen ganz bestimmten Trend und dann geht es auf einmal, wenn dieser Trend richtig greift, dann geht es steil nach oben und oben ist sozusagen der Gipfel der überzogenen Erwartungen und in diesem Gipfel, ja, fängt dann irgendwann mal an, dass man sieht, so diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Also für mich ganz persönlich in meiner Reise zusammen mit Projekten und mit agilen Methoden, ja, kam halt diese Enttäuschung nach dem Motto, wenn das so und so gemacht wird und so in dem Extrem, wie es gepredigt wird, dann mache ich mehr in Projekten kaputt, als ich eigentlich wirklich vorwärts komme. Achtung, in meinem Umfeld, ich spreche ja immer nur von mir. Ja, da würde mich dann halt, wie gesagt, halt auch im Verlauf dann halt eure Sichtweise halt interessieren. Wie war das für euch? Und dann gibt es halt das Teil einer Enttäuschung, ja, wo man sagt, so, es geht nicht, es funktioniert nicht. So, dann gibt es irgendwann mal so diesen Punkt, so, ja, ich muss es anders anwenden, ja, ich muss es anders nutzen, anders einsetzen, bevor dann die wirkliche Produktivität anfängt. So, und in dieser Folie hier, ja, wenn ich hier diese Erleuchtung habe, wenn sie denn kommt, also das ist so eine Wunschkurve auch nach Gartner, ja, die Produktivität kann auch hier nach unten gehen. Es kann ja auch abbrechen, ja. Es kann hier auf einmal wieder steil nach oben gehen, ja, wenn man das wirklich richtig begriffen hat. Aber das ist hier so, dieser Verlauf ist ein bisschen so der Mittelwert, wo man halt sagt, dass solche Trends weitergehen. Ja, wenn man den Trend für Bubble Tea machen würde, ja, dann ist ja so, Bubble Tea, super lecker. Kennt ihr Bubble Tea? Fragezeichen? Kennt ihr das? Natürlich. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Also meine Kinder damals, Bubble Tea, ne? Gipfel der überzogenen Erwartung, ne? War dann auch irgendwann mal klar, dann überdrüssig, ne? Dann Bubble Tea gar nicht, ne? Und jetzt so langsam gibt es wieder so Geschäfte, wenn man das so auf diese Art und Weise interpretieren möchte. So, und jetzt möchte ich mal so einen kleinen Punkt, jetzt habe ich ja gerade ein bisschen gequasselt über meine persönliche Reise, ja, da würde mich jetzt gerade mal einfach mal interessieren, wo ihr gerade persönlich, ganz persönlich, was ist eure Einschätzung über den Großteil der Projektlandschaft, ja, in Bezug auf die Agilität, ja, wo sind wir da gerade? Sind wir gerade hier noch, ist der Auslöser? Ah, wir sind hier auf dem Weg zum Gipfel über zu einer Erwartung. Nee, wir sind hier voll drauf. Nein, wir sind eigentlich im Grundsätzlichen, sehe ich eigentlich nur Teil der Enttäuschung. Ne? Der andere sagt so, nö, wieso? Sind doch alle erleuchtet. Ne? Und der andere sagt zum Beispiel, nö, es, also wir setzen das zu 100%, setzen wir das ein.
Ja, und wir haben eine wirkliche Produktivität, da fällt nichts mehr auf der Nase, kann super angewendet werden. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Wunsch wäre jetzt, also ein X oder also irgendwie mit dem Stempel, ja, da, wo ihr denkt, wo es jetzt gerade, wo die Agilität sozusagen halt im Großteil der Projekte ist. So, ich würde sagen, wir sind durch. Oder gibt es noch irgendjemand, der noch ein Kreuzchen machen möchte, muss? Oder einfach einen Kommentar in den Chat hauen möchte oder sich laut verbal dazu äußert, weil es voll die Emotionen kickt. Olli sagt zum Beispiel, es gibt viele Stadien abhängig von Branche und Unternehmen. Ja. Und gerade wer von uns vielleicht auch als Selbstständiger unterwegs ist, sieht wahrscheinlich unterschiedliche Stadien bei unterschiedlichen Kunden. Ja. Oder sogar Teams innerhalb eines Unternehmens. Ja. Aber es ist ja interessant, ne? Also im Grunde genommen, was ich halt sehe, ist eigentlich, dass halt für mich selber, ja, was interessant ist, dass halt der Gipfel der überzogenen Erwartungen, ja, also dass da halt nicht mehr so viel ist, aber halt so in Richtung Teil der Enttäuschung haben wir. Es so, wirkt so ein bisschen gleichverteilt zwischen Teil der Enttäuschung und Erleuchtung und so der Weg Richtung wirkliche Produktivität. Frage, wo, warte mal, bei Einführung von ERP. Max, kannst du es vielleicht mal erläutern, was du damit meinst? Ja, also ich bin schon eine ganze Weile dabei, eben ERP-Software in Druckereien einzuführen. Ja. Und wenn die kommen ja irgendwo und dann ist die Leistung oben, ja, und die Leistung geht natürlich nach unten. Ja, also die Leistung nimmt ab, weil die müssen ja zusätzlich. Wir haben häufig in der Druckindustrie das Problem, dass die Leute im Projektteam sind auch die Leute, die im Unternehmen noch im operativen Geschäft drinstecken. Also geht die Leistung nach unten, ja, und die Komplexität nimmt zu. Und wenn die Komplexität sehr weit oben ist und die Leistung sehr weit unten ist, dann ist bei uns diese Schere geht auf, ne? Die Komplexität geht hoch, irgendwann flacht sie wieder ab. Und auf der anderen Seite, es entsteht dann so eine Raute. Ja? Und in dieser Raute drin ist eben dieses ganz unten, dieses nennenswertes Tal der Tränen und auch die Enttäuschung. Und da werden tatsächlich auch Projekte abgebrochen. Ja, also und ich sage aber, häufig liegt es meist daran, dass die Leute eben nicht richtig miteinander sprechen, sich nicht verstehen. Mhm. Also, und auch wenn man noch, ich habe es auch schon mal mit der LMU-Sprachschablone probiert, ja, also die Leute in die Syntax zu zwingen, klappt auch nur bedingt. Aber es ist ein nettes Tool, damit man die Leute überhaupt mal klar macht, dass die Entwickler eine andere Sprache sprechen als vielleicht der Sachbearbeiter in der Druckerei, der sozusagen als Stakeholder seine Interessen da mitgibt, ja. Das dann im Backlog landet. Ne? Magst du vielleicht nochmal für alle teilen, was LMU ist? Ludwigs-Maximilian-Universität. Und die haben eine Kommunikationsschablone? Ich sitze hier in München, ich habe es noch nicht gehört. Ja, die sagt halt ganz klar, dass, also da hat die LMU hat sich überlegt, wie kann man einen standardisierten Text schreiben, sodass dass es klar und nachvollziehbar ist. Also das System, dann kommt die Bedingung, muss, kann, soll, ja, muss oder kann, ja, also muss unter dieser Bedingung jenes erfüllen. Und das dann halt ganz genau und das dann immer wieder genau so ausformuliert. Also ja. Das ist diese Sprachschablone, die es da gibt. Finde ich eigentlich ganz cool. Danke, Max. Ich könnte noch mal einmal in die Chats, ne? Es kommt wahrscheinlich dieses Angucken, so verdammt, wieso habe ich denn was geschrieben? Der Frank hat noch ganz, ganz was Interessantes geschrieben. Sogar innerhalb eines Projektes gibt es die ganze Bandbreite. Ich fand interessant, wo war das? Das war von Oliver. Es gibt viele Stadien abhängig von Branche und Unternehmen. Hast du da vielleicht so ein Beispiel? Also hier ist das eine zum Beispiel, oder das hast du gesehen oder keine Ahnung. Und das andere, sage ich jetzt mal, war das komplette Gegenteil. Hast du da irgendwie so Beispiele? Ja, also ich bin ja auch beratend im Projektumfeld unterwegs und da lerne ich natürlich die ganze Bandbreite kennen. Ja. Und es gibt natürlich Organisationen, die auch in puncto Agilität schon sehr reif sind, die sind dann sehr IT-orientiert.
Und da hat sich das auch über die Jahre eingespielt. Und dann komme ich zu einem anderen Kunden, zum Beispiel aktuell in der Verwaltung. Und da müssen wir erstmal drüber nachdenken, dass wir in einer Matrix arbeiten, also losgelöst von der Hierarchie, auch eine Projektorganisation aufbauen können. Und Ja. da brauche ich überhaupt nicht zu kommen mit irgendwelchen agilen Elementen, weil die Organisation noch so verhaftet ist in der hierarchischen Denke, dass die das überhaupt nicht aufnehmen können. Ne? Also auf der einen Seite IT-Organisationen, insbesondere wo es einen hohen Softwareentwicklungsanteil gibt, die sind da schon relativ weit. Ja, Auf ja. der anderen Seite mal beispielhaft die öffentliche Verwaltung. Da gibt es ganz viele weiße Flecken, die noch weit entfernt sind. Ja. Ist dann deine These, dass alle komplett einmal diesen Zyklus durchgemacht haben müssen, oder gibt es eine Abkürzung, irgendwie einen Tunnel zwischen Auslöser rüber zur Erleuchtung? Also es ist ein Change-Prozess, ne? Also es ist eine Entwicklung, eine kulturelle Entwicklung in der Organisation. Nicht einfach nur, dass wir jetzt irgendwie einen Erkenntnisgewinn haben, agil ist geil und darauf springen wir jetzt, sondern da sind so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, dass sich eine Organisation dahin entwickeln muss. Man kann es natürlich boostern, ne, wenn man die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen hat. Und gleichzeitig ist, glaube ich, der Weg immer der, den der Stefan hier beschreibt. Und Frank ist auch wieder da. Was macht die Verbindung? Stabil genug, um was zu sagen? Ich kann es versuchen. Also bei mir geht es immer irgendwie rein und wieder raus. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber was ich gerade noch so gehört habe, deckt sich ziemlich gut mit dem, was ich auch sagen wollte. Und die Frage, muss man da immer durch? Ich glaube im Wesentlichen ja. Ich glaube, man muss nicht alles in allen Aspekten durchhaben, aber das Thema Erfahrung, das ist ja die Diskussion, die wir auf LinkedIn auch oft haben, die ist einfach essentiell. Es geht, wenn ein paar Leute nicht die Erfahrung haben, aber meistens unterschätzt man einfach die Komplexität und deswegen gehen die Erwartungen einfach in den Bereich, der utopisch ist. Und utopisch ist, kann ja keine Methodik irgendwie fixen. Und wenn man die Komplexität des Problems einigermaßen gut einschätzt, dann glaube ich, ist man nicht mehr auf diesem überzogenen Erwartungshorizont. Das ist so meine Erfahrung, ja. Ja. Okay. Dann gibt es hier irgendjemanden, wirkliche Produktivität. Also habe ich auch, deswegen habe ich mehrere Kreuze gemacht. Also in manchen. Du hast mir jeder nur ein Kreuz. Ja, das ist zu spät, zu spät. Ja, also ich bin ja jetzt quasi auf der dunklen Seite der Macht und habe mehrere Projekte gleichzeitig. Und Ja. in manchen Projekten läuft es einfach phänomenal gut, weil man einfach sieht, das sind Leute, die haben die ähnlichen Erfahrungshorizont, also ja, in der IT. Ja. Da muss man nicht viel erklären und die verstehen sofort, wenn man ihnen sagt, Achtung, pass auf, das Ding da hinten ist komplex und Achtung, hier kommt ein Berechtigungsthema, das haben wir noch gar nichts. Und dann verstehen Ja. sie sofort, dass man nicht drüber redet über 5 Tage, sondern eher so über 5 Monate, 9 Monate. Und Ja. dann läuft das sehr, sehr cool. Während andere auch nach Jahren immer noch glauben, dass es nächste Woche fertig wird. Ja, da muss man anscheinend einmal durch. Ne? Wenn es ein 5-Zeilen-Teaser ist, wird das wahrscheinlich möglich sein, ja. Ja, genau, aber wenn das November-Release irgendwie im nächsten Jahr im November immer noch nicht live ist, und dann ist zwar schön, dass der Name wieder passt, aber ne, das tut halt einfach nicht. Und die Erfahrung muss man, glaube ich, manchmal einmal machen, wenigstens. Ja. Du, ich habe mal eine Frage. Bist du dann überall das Rote Kreuz? Ich bin ein Rotes Kreuz, ja, aber nicht alle. Ich weiß, Ah, dass okay. mindestens ein Rotes Kreuz schon da war. Ich bin die Ah. unter der Linie, so die so auf dem unteren Rand. Okay, alles gut. Haben wir sonst noch irgendjemanden? Wirkliche Produktivität? Also Komm, was? Jan, oder? Entschuldigung, Max, Ja, ich passt wollte schon. dich gar nicht ausbremsen. Alles gut. Ich wollte nur sagen, ich habe euch das PDF da in den Chat gestellt mit der LMU-Sprachschablone. Ja. Ah, okay, super, danke dir. Also das ist halt ein bisschen was für Hardcore-Leute. Also, aber damit kann man es den Leuten, das kommt halt aus meiner Branche, ja, wie normalerweise so ein Auftrag beschrieben wird, bla bla bla. Also einfach aus einem, ich habe jetzt einfach ein Beispiel genommen, aber drunter kommt dann diese Sprachschablone, die ich da mal adaptiert habe. Und mir hilft es manchmal in den Projekten,
die Leute, die so dahin blubbern und glauben, dass dann der Entwickler das versteht. Ich starte auch da häufig, ich stimme aber dem Frank hundertprozentig zu. Ja? Also wir haben auch mehrere Projekte und in manchen läuft es gut und es ist wirklich der Erfahrungshorizont, das ist schon so. Ja. Also so ein, und dann gibt es halt den Super Rookie, der alles weiß, und da lehnen wir tatsächlich mittlerweile auch einfach Projekte ab. Weil für uns ist als kleines Beratungsunternehmen nichts so dramatisch, als wenn wir zu einem sehr späten Punkt im Projekt scheitern. Ja. Und wenn ich sage den Leuten immer so als Entree, mittlerweile gehe ich mit den Leuten essen am Abend und rede über das, was man da reden soll: Politik, Sport und Religion. Und wenn wir da so einigermaßen d'accord sind, ja, dann machen wir weiter. Wenn mir der Typ auf den Sack geht, dann ist es raus. Ja. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, weil genau über die drei Sachen reden wir ja nicht, aber nehmen wir mal an, es hat jemand eine sehr blau-rote Färbung in seiner politischen Ansicht, ja, dann wäre zum Beispiel für mich ein No-Go und dann möchte ich mit dem auch nicht zusammenarbeiten. Und die Freiheit nehme ich mir einfach. Ja, ja. Ich kann nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der mir auf den Sack geht. Und da bin ich mittlerweile ganz offen, weil das ist schade. Um die ganze Arbeit, um die Emotionen und durch dieses Tal der Enttäuschung muss man auch nicht immer gehen. Ja, ich glaube, zu dem Thema Faktor Team oder Teammitglieder oder Zusammenarbeit, also ohne zu spoilern, den Gedanken würde ich mal für ein paar Folien weiternehmen. Da kommen wir, glaube ich, auch drauf. Weil ich würde das Beispiel gleich einfach mal mitnehmen, wenn ich darf. Okay? Ist das okay, Max? Ja, absolut, klar. Ja. Jan, ich finde die Runde aus und nebenbei sehr angenehm, muss ich sagen. Also schöne Unterhaltung dazu. Besonders, also man selber, ich habe ja mir den Halbzyklus auch angeschaut und dachte mir so, Mensch, wo wäre der Großteil? Also ich glaube, ich hätte jetzt das Kreuz irgendwo zwischen Tal und Erleuchtung gemacht, also jetzt beim Großteil der Projekte. Jan, ich sehe gerade, du hast geschrieben, nein, ich nicht. Was drückt dieser Satz aus? Du hast gefragt, ob ich wirkliche Produktivität habe. Also ich habe ein paar Kunden, wo ich sage, ja, die sind in 10 Jahren die Kunden, auf die ich stolz bin. Ja. Aber sonst wirkliche Produktivität. Das ist für mich. Wer hat ihre Hand oben? Genau. Das ist für mich unabhängig von der Methode, sondern ich habe da einfach auch Führungsschwierigkeiten. Ja, da sind dann Führungsstrukturen, die einfach es den Mitarbeitern schwierig machen, überhaupt zu liefern. Ja, ja. Okay. Ich würde einfach mal in die nächste Folie reingehen. Ist das für euch okay? Jo. Ich würde noch gerne was sagen. Ich hatte meine Hand gehoben, Andrea hier. Hallo, Andrea. Zum agilen Arbeiten. Also ich kann auch sagen, so, dass es vor allem in den IT-Bereichen gut läuft, aber diese, oder IT-Projekte, aber was sind denn IT-Projekte in Unternehmen? Idealerweise sind das cross-funktionale Projekte, die nur und ausschließlich bei der IT, also sozusagen angesiedelt sind. Deswegen auch vorher diesen Chat mit ERP-System, SAP Vorhana und so weiter. Ich begleite solche Transformationsprozesse und sehe immer wieder, ja, die IT arbeitet super agil, aber es muss zum Beispiel im Finance-Bereich aber implementiert werden. Sagen wir mal, das ist Vorhana. Zudem muss auch der HR-Bereich mit einbezogen werden. Und dann fängt es an. Das sind Bereiche, die zum großen Teil noch nie agil gearbeitet haben, die ganz andere Arbeitsstrukturen haben, sehr auch aufgabenlastig. Und da fängt sozusagen für mich dann die Komplexität der Agilität an. Für mich ist Agilität nicht nur so das agile, methodische Arbeiten, sondern auch viel mehr eine Haltung. Also man muss auch, wie immer schon wieder jetzt in den Diskussionen aufkam, auch gucken, so inwiefern passt das in die Strukturen? Kann das in die Strukturen des Unternehmens integriert werden? Ist es kompatibel mit der Unternehmenskultur? Ja. Also das macht das alles viel komplexer sozusagen, als nur ein IT-Projekt ist oder ein anderes Projekt, in dem man agil arbeitet. Ja, ja. Dann eben auch diese Erfahrung, ja, selbst innerhalb eines Projekts kann das dann eben auch ganz schön schief. Selbst zum Beispiel eben ne, mit cross-funktionalem Zusammenarbeiten, was ja idealerweise sein soll, wenn es dazu kommt, dass aus anderen Bereichen, die nicht agil gearbeitet haben,
die dann auf die agilen Checker sozusagen stoßen. Ja. Okay. Hans hat dazu noch einen Kommentar, schieß los. Ja, hi, danke, sorry, ich bin sehr mal rausgeflogen und wieder reingeflogen. Irgendwie habe ich seit Beginn an technische Probleme, jetzt habe ich alles abgestöpselt und jetzt ist das Mikrofon im Rechner. Ich hoffe, es bleibt dabei. Genau, also die Erfahrung oder die Produktivität, ich bin jetzt leider auch nicht in der Lage gewesen, hier rechts über mein Kreuz richtig hinzusetzen. Also wir haben in unserem Produktentwicklungsbereich sehr hohe Produktivität und das schon seit Jahren. Aufgrund einer harten Entscheidung und einer harten Diskussion, die ich mit unserem Entwicklungsleiter hatte, wo es eben genau darum ging, dass wir unseren klassischen Approach, jeder Kunde will irgendwas von unserer Software, also bauen wir Features ein, bis wir, ja meine Güte, bis wir eben untergehen in unseren Features. Hauptsache es ist eingebaut und Sales ist zufrieden, weil sie wieder mit etwas Neuem glänzen können. Und das haben wir vor 10 Jahren eigentlich erkannt, dass das so nicht weitergeht. Und wir haben dann relativ lange darüber diskutiert und das steht auch in meinem LinkedIn-Profil. Ich weiß, was es bedeutet, ein organisatorisches Hindernis zu sein. Ich habe mich nämlich krass dagegen gewehrt, dass wir irgendwas Agiles machen und gesagt so, ey, bist du wahnsinnig? Willst du jetzt in Versionen liefern und dazwischen kann ich nicht mal kurz rein und kann mal sagen, wir haben aber einen Kunden an der Angel und wenn wir das Feature jetzt noch einbauen, dann zahlt er uns, keine Ahnung, 50.000, 100.000, auch nur 5.000, ist egal. Auf jeden Fall, es ging immer darum, Zeugs einzubauen und die Developer sollten einbauen, haben auch eingebaut, Stress ohne Ende, Wochenendarbeit, schlechte Qualität, alles, was man sich so vorstellt. Und aus diesem Schlamassel meinte unser Entwicklungsleiter damals eben, können wir nur rauskommen, indem wir in einem Rhythmus arbeiten, indem wir ein festes Team haben, indem wir nicht hin und her springen zwischen Custom Development und Product Development. Und ich habe gesagt, hey, du spinnst du, willst die Firma ruinieren oder was? Wie soll das gehen? Und fragt er mich, willst du die Firma ruinieren? Sage ich, nein, natürlich nicht. Und ich weiß, was es bedeutet, als Geschäftsführer zurückzusteigen, der ja beim Kunden sagt, klar verspreche ich das, mir gehört ja die Firma, natürlich kann ich dir das versprechen. Nein, natürlich brauche ich niemanden fragen. Aber alles Bullshit letztendlich, es landet eben im gleichen Desaster. Irgendjemand muss es liefern, haben wir ja schon alles gehört jetzt in der ganzen Zeit. Und das funktioniert einfach nicht. Und dann haben wir uns eben tatsächlich dazu durchgerungen, zu sagen, okay, wir machen es rhythmisch. Und bevor wir auf diesen Rhythmus uns committed haben, haben wir den wesentlichen Punkt gemacht, den ich allen nur raten kann. Und das war gerade vorhin auch im Chat, also Inseln, agile Inseln funktionieren nicht. Das ist exakt der Punkt. Also entweder gibt es feste Teams, dann kann es funktionieren, wenn das Mindset stimmt. Oder es gibt keine festen Teams, dann aus meiner Sicht Haken dran, dann kann man ja gerne agile Methoden in gewisser Weise mal ein bisschen hier nutzen, ein bisschen da nutzen, dann nennen wir es halt Retrospektive statt Lessons Learned und machen es halt öfter und keine Ahnung, machen ein bisschen Burndown, wobei, wofür eigentlich? Ein Gantt-Chart tut es doch auch, also whatever. Entweder macht man es gescheit oder gar nicht und dieses gescheit aus meiner Sicht beginnt mit Trennung der Teams, das heißt also letztendlich feste Zuordnung zu festen Produkten, nicht Projekten letztendlich, Projekt kommt und geht, agiles Team sollte bleiben. Und dann kann es was werden. Und bei uns, das ist wunderbar, wir haben jetzt wir haben ziemlich lange diskutiert, seit etwas mehr als 8 Jahren sind wir im Produktbereich komplett agil, wie es im Buche steht. Wir haben alle Rollen dazu ausgebildet, machen alles, was man da so braucht, haben natürlich eine Weile gebraucht, bis die anderen das auch kapiert haben, dass sie nicht mehr dann was kriegen, wenn sie am lautesten schreien, sondern wenn sie ganz normal was zum Product Owner sagen. Der Product Owner schreibt es ins Backlog, dann wird es irgendwann geschätzt. Wenn es geschätzt ist, kann es in die nächste Version als Vorschlag kommen und da gibt es ein größeres Gremium, das entscheidet, was tatsächlich in den nächsten 2 Monaten gebaut wird. Dann wird genau das gebaut, was nur von diesem Team geschätzt wurde und die Chance, dass das dann hinterher rauskommt, ist, wenn es wenig Forschungsanteil hat, muss man dazu sagen, wir machen gerade relativ viel neues Zeugs für die Cloud, da gibt es leider viel Forschung, aber in den Bereichen, wo wir sicher sind, also die, ich sage jetzt mal Software, die wir seit Jahren schreiben, haben wir eine Trefferrate von, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 90% plus. Aber jetzt höre ich auch wieder auf mit meinem Monolog, sorry, danke für die lange Redezeit. Das Team muss fest sein. Da kommt keiner rein und sagt, ich brauche die für einen Kunden oder umgekehrt. Es hilft einer oder wir holen vom Kundenentwicklungsteam einen rüber ins Produktentwicklungsteam. No way. Das Produktentwicklungsteam, das agil arbeitet, ist fix und das ist die Basis. Und wenn die gelegt ist, kann es was werden und wenn nicht, wie gesagt, nice try, aber Probleme links, rechts, rauf, runter. Weiß ich nicht, was dabei rauskommen soll. Also ich würde es eigentlich ergänzen. Ich spoilere eigentlich schon fast.
Aber im Grunde genommen, ja, gibt es so Voraussetzungen nach dem Motto, also wenn ich das als absolut haben möchte, ich nehme das Absolutum, ja, also wenn ich halt 100% davon haben will, brauche ich 100% davon. So, aber halt gerade in IT-Projekten, ja, ist die Stabilität von Teams schlicht und ergreifend nicht gegeben oder nicht in dem Maße gegeben, dass ich halt voll davon profitieren kann. Also ich versuche mal zu differenzieren, ja, also halt mit den absoluten Begriffen da mal wieder rauszukommen, ja, und zu sagen halt, wenn ich halt, ich kann zwar eine gewisse Stabilität erreichen, ja, aber nicht von 0 bis 10, ja, die 10, ja, so, und das brauche ich aber sozusagen halt, um ein eingespieltes Team zu haben. Also ich kann nicht in der Champions League rummüllern, ja, am Müllern ist eine andere Geschichte. So, aber der macht es ja sehr gut. Ich kann da, sage ich jetzt mal, nicht in diesen Spitzenplätzen mitspielen, wenn ich das mal so formulieren möchte, ja, wenn ich kein, in Anführungszeichen, stabiles Team habe, was ich aufbaue. Achtung, denen ist aber auch klar, dass sie Leistung abliefern müssen, das ist nicht Heidutei. Und da hinten, sage ich jetzt mal, in der Ersatzbank, der schart schon die zweite Reihe. Also das ist ja auch nicht Happy Peppy Wonderland, ja. Aber dieses System muss für sich stabil sein. So, und da gebe ich Johann sozusagen voll und ganz recht, so in einem Projektumfeld. Und deswegen sage ich auch gerade, die Five Levels of Agile nicht überall oder eine Produktentwicklung oder wie auch immer, sondern halt in Projekten. So, und da helfen mir viele, viele Sachen einfach nicht. Ja, da brauche ich noch ein bisschen was anderes, ja, um aber von bestimmten Sachen zu profitieren. So, also das war es aber eigentlich schon gespoilert. Ich mache einfach mal weiter. Die Folie habe ich mal geschrieben, weil ich denke, dass ich das bei LinkedIn oder bei Scrum Communities oder wie auch immer sehe. Ich würde einfach mal fragen, wie seht ihr das? Haben wir gerade verhärtete Fronten? Braucht es die Brückenbauer überhaupt? Nur als offene Frage, Chris, keine Panik. Ja, also wenn das ja alles so Schnucke ist, warum lese ich das immer? Warum lese ich immer, das Management ist böse, das ist böse? Ja, wenn das nicht funktioniert, ja, du brauchst ein motiviertes Team, drehst dich um. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, also Heinz muss gerade eine Lagerverwaltung schreiben, Niedersachsen. Ja, was soll ich denn noch eine Kuh kaufen? Also irgendwann ist ja auch mal Schluss, also mit dem Level. So, also den kann ich beretrollen, becoachen, wie auch immer. Also der macht da seinen Job, der kriegt seine Kohle und finanziert sein Haus da. Ist doch okay. Also halt, wie seht ihr das? Also mit den verhärteten Fronten. Also jetzt ganz klar zwischen Projektmanagement, wo es halt Projektmanagement gibt, ja, und der Agilität. Wie nehmt ihr das wahr? Ich habe jetzt mal meine Wahrnehmung geteilt. Ja, Frank winkt anders. Also, genau. Ich habe es schon geschrieben. Also aus meiner Erfahrung finde ich da eher weiche Fronten. Die Fronten gibt es so ein bisschen noch. Aber was wirklich hilfreich ist, ist zum Beispiel der Verweis auf die Brückenbauer Community, dass man sagt, okay, wir kennen das Thema, wir kennen die Fronten. Und ja. Die meisten haben zumindest eine Idee, dass dort irgendein Potenzial drinsteckt. Ja, selbst die sagen, boah, das ist alles Hype und bla bla, selbst die haben eine Idee, dass dort irgendwas drinsteckt. Und da versuche ich die in der Regel abzuholen. Und ich bin auch, von Natur aus, so bin ich auch zu den Brückenbauern gekommen, Freund des Hybridmodells schon immer, weil ich der Meinung bin, dass das Agile im Kern auf der Teamebene gut ist, aber draußen rum immer ein gewisses Management braucht, wenn das Problem nicht ganz trivial ist. Und das sind ja meistens die Probleme, über die man redet. Insofern renne ich da bei den meisten offene Türen ein, vor allem, weil ich ihnen dann auch erklären kann, an welcher Stelle was Sinn macht. Aber die Front existiert trotzdem. Aber wenn man die halt akzeptiert und sagt, okay, da ist halt diese Front, ja, lass uns gucken, wie man damit umgeht, damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Jan, wie siehst du das? Also ich frage dich mal, also nicht, dass ich gerade wunderst, aber ich nehme dich sozusagen halt, ich würde es mal so formulieren, du kochst agiler als ich. Ach so. Hey, darf ich das so sagen? Darfst du sagen? Naja, ich habe auch viel Zeit mit dem Jeff Sutherland verbracht, so, ja. Also ich habe mir verschiedene Sachen schon angeguckt. Also was ich sehe, ist halt, dass sozusagen der eine dem anderen erklärt, warum sein Kanban besser ist oder sein, wie man noch buntere, bessere User-Story schreibt. Statt sich nach draußen zu gucken und zu sagen, hey, wir müssen jetzt dieses Problem hier lösen, ja, da braucht ein Kunde neue Lagerverwaltung, wir müssen jetzt dieses SVH irgendwie reinkriegen, ohne dass wir uns alle bekriegen. Und dann
will jemand diskutieren, wie wir User Stories in Jira abbilden. Und da sage ich, das ist die falsche Diskussion. Wenn du den Jeff mal wieder triffst, ja, also wo auch immer, ja, also wenn du ihn mal wieder triffst, der soll seinen Scheißsatz aus dem Gantreißen rausnehmen. Und wenn es das nicht ist, ist es nicht Scrum. Aus welchem Grund er es da reingehämmert hat. Ja, wenn du auf 14 Seiten den Satz drin hast und du einen Novizen vor der Nase halt hast, ja, der hat nur 14 Seiten, da muss er sich dran festhalten. Und wenn es anders ist, ja, dann ist es ja nicht Scrum, dann ist das ja also falsch. Weißt du, was ich meine? Nee, so. Ich würde es tatsächlich drin lassen aus der Erfahrung, weil es eine Zeit lang eben nicht drin war. Aber jeder hat ja das Recht, sozusagen dem Scrum Guide nicht zu folgen. Also das ist einfach die Definition von einer Gruppe, die sagt, das verstehen wir unter Scrum. Und wenn Scrum kein Product Owner oder kein Scrum Master hat, dann ist es für uns nach der Definition erstmal nicht Scrum. Und das finde ich okay. Also dann ist halt ein anderes Scrum. Also du kannst auch Schach spielen ohne König oder Dame, dann ist halt ein anderes Scrum. Gibt auch Räuberschach. Oder Räuberschach, ja, was weiß ich. Ja, da, also das ist einfach nur, also keiner muss diesem Scrum Guide so folgen, sondern kann dann sagen, okay, wir machen das anders. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch für Jeff völlig in Ordnung. Ja. Aus meiner Sicht nicht. Denn ich bin von der harten Schule diesbezüglich. Ich mache jetzt einfach mal wildloses Bingo. Und zwar bei den ganzen, ich mache mal bei den Leuten, die den Bildschirm nicht teilen. Victoria, wie siehst du das mit den Fronten? Gibt es Fronten überhaupt? Und wenn ja, wie sehen sie für dich aus? Also bei uns, glaube ich, gibt es gerade sehr starke Fronten. Wir sind aber auch noch relativ am Anfang. Also ich war eine, die bei diesem Hype da mein Herzchen gesetzt hat. Wir hatten vor kurzem einen Agilitätsworkshop, wo das halt alles vorgestellt ist und wo so ein bisschen angekratzt wurde, wie wir unseren Prozess halt ummünzen könnten. Ja. Ja. Und da hatten wir ganz klar ganz krasse Extreme. Die einen, die halt total davon überzeugt sind, dass es funktionieren könnte. Die anderen, die halt sagen, nee, geht bei uns nicht. Wir haben zu spezielle Produkte, zu spezielle Kunden, zu spezielle Dienstleistungen. Es funktioniert alles nicht. Ja. Also, ja. Okay, also die Front sozusagen halt von dem klassischen Management oder genau. Von der klassischen Führung sozusagen gegenüber der Agilität. Genau, und ich muss auch sagen, das hängt bei uns tatsächlich auch ein bisschen mit der Altersstruktur zusammen. Also man kann das ganz deutlich sehen, dass diejenigen, die schon ein bisschen älter sind und auch schon sehr lange im Unternehmen sind, die sind total dagegen und absolut nicht aufgeschlossen. Und da kann ich eher eine Wand davon überzeugen, dass es vielleicht funktionieren könnte, als die jüngeren Kollegen, die sind da ein bisschen offener. Und komm, Jan wird 50. Ja, er ist ja nicht bei uns im Unternehmen. Vielleicht hat es was mit dem Unternehmen zu tun. Ich weiß nicht. Ich bin auch erst noch nicht ein ganzes Jahr da und stelle es gerade so fest, dass das bei uns da so ist. Ich glaube, Jan ist for rent. Aber nicht in München, das wird zu weit. Ich wohne nur aus Friesland. Gehen wohnst morgen nach München zu fahren. Wohnst du echt nur aus Friesland? Ja, klar. Hat der immer noch? Nee, aber nie in Emden. Nee, Norden. Norden. Im Norden. Ja, Norden liegt im Norden. Ne? Ja, genau. Ja, gut. Ne? Ja, moi, dann move wir mal weiter, ne? Ja. Gut. Okay. Ich zeige euch, ich sage noch mal ganz kurz, was ich da in dem Bild sehe. Deswegen habe ich es auch gewählt. Das war aus dem vorletzten Projekt mein Bild der Scrum Master Gilde. Die Interpretation des Guides, also hätte man es gemalt, ja, hätte ich, glaube ich, das diesem Titel sozusagen halt gegeben. Ich würde mal Folgendes sozusagen halt nehmen. Also ich merke sozusagen halt, das Bild mit den Fronten kann jeweils halt unterschiedlich halt sein. Ne, Frank hat sozusagen gesagt, es gibt halt weichere Fronten, Victoria, Entschuldigung. Du hast sozusagen gesagt, du nimmst Fronten wahr, aber die sind mehr, sage ich jetzt mal, dem Klassischen gegenüber dem Agilen dargestellt. Ja, und mein Empfinden ist sozusagen halt nach 20 Jahren in IT-Projekten, also wer nur ganz oder gar nicht kann, ja, hat am Ende gar nichts. Also wenn ich halt nur denke, ich kann nur halt über
ganz hart Command und Control Leuten kleins vorgeben, was sie zu tun haben, davon werden sie auf Dauer nicht erfreut sein und dann wird auch so das Ergebnis aussehen. Ja, wenn ich denke, ich kann jeden von 0 bis 100% becoachen, möchte ich, das ist meine Sichtweise, ja, dann ist das auch nicht von Erfolg gekrönt oder muss nicht immer von Erfolg gekrönt sein. Das heißt, die Frage ist, wie sind sozusagen Nuancierungen und was passt zum Kontext? Ich habe mal für mich mal mitgenommen, weil ich überlegt habe, so, weil ich habe ja, außer ich jetzt mal mit anderen Agile-Coaches mich unterhalten, also bin ich jetzt irgendwie agil schizophren. Ja, also halt im Sinne von, also das eine funktioniert und das andere funktioniert, aber wenn ich das so mache, ich sehe es in den Projekten. Johann, du warst, ne? Mit der Stabilität zum Beispiel des Teams. Du warst, ne? Yes. Perfekt. So, wo ich dann dachte, so, sehe ich nicht, habe ich nicht. Also nicht für mich als freiberuflicher Projektleiter. Also wenn ich das sozusagen sehe, dann ist das sozusagen halt Projektleitung mit Unterstützung, sage ich jetzt mal, von Produktteams, die beim Kunden vor Ort sind. Ich nenne mal halt ein E-Commerce-Unternehmen in Hamburg, etwas größerer Couleur, fängt mit O an und hört genauso auf. Ja, die haben sozusagen feste Produktteams und da drin werden auch Projekte halt umgesetzt. Ja, da kann ich eine Stabilität haben. So, aber beim Mittelständler, der sozusagen halt eine neue Sachen sozusagen umstellt, aufbaut oder überhaupt erst ermöglicht, ja, der hat das Know-how nicht, der hat die Leute nicht, der hat ums Verrecken die Teams nicht, der wird sozusagen zukaufen müssen, damit er überhaupt dieses Wissen sozusagen halt bei sich halt hat. So, und hier an dieser Stelle habe ich mir überlegt, so, okay, wenn es ein Projekt ist, was hat mich denn zum Fan von Agilität eigentlich gemacht? Also was war für mich eigentlich auch mit einer eigenen Softwarefirma sozusagen da sein oder selber alleine Projekte leiten? Was war da überhaupt, sage ich jetzt mal, der USP? Ja, und da habe ich gesagt, so, ich nehme mal das Wort weg, so, ich sage einfach, in der agilen DNA, ich brauche die Anpassungsfähigkeit und die Freiheitsgrade. Ich brauche die Anpassungsfähigkeit für, oh shit, unser Prozess so funktioniert nicht. Ich muss ihn anders haben. Ja, ich muss ihn besser haben. Ich muss ihn noch wieder anpassen können. Ich muss ihn leicht anpassen können. Oh, ich benutze halt eine neue SAP-Version in sowieso. Ja, aber so wie wir uns das gerade vorstellen, sieht das mit SVHANA, das sieht dann gerade anders aus. Da müssen wir nochmal anders ran. Ja, so, und dass diese Kosten sozusagen niedrig sind. Ich sozusagen aber trotzdem, ne, ich nehme mal das Corona-Projekt. Ohne da zu groß die Lampe anzuzünden. Überbrückungshilfe kam zum Datum der Überbrückungshilfe. Die Novemberhilfe kam zum Datum der Novemberhilfe. Und die Dezemberhilfe kam zum Datum der Dezemberhilfe. Klammer auf. Dass in der Publik, sage ich jetzt mal, die Timeline sozusagen bemäckelt worden ist, eine andere Geschichte. Aber zu den vereinbarten Zeiten gab es Geld. Punkt. Da gab es nicht, wir hätten es ganz gerne irgendwie anders. Da gab es einen klaren Benefit. Antrag rein, Geld raus. Da gab es nicht viel Gefaseln. So, das war der Punkt und es hat delivered. Projekt, Portalprojekt, Portalprojekt, Portalprojekt mit 200 Leuten. So, und was haben wir gebraucht? Wir haben Anpassungsfähigkeit gebraucht und Freiheitsgrade. Waren wir zu 100%, hätte Sutherland sich im Grab umgedreht, wäre er schon tot. Ja? Oder hätte er sich die Hand vor die Stirn geklatscht? Na, logisch. Das hatte mit Scrum erstmal nur bedingt was zu tun. Ja, aber es hat in Anführungszeichen gerockt. Ja, so aufgrund das, was wir sozusagen als Kern da halt umgesetzt haben. So. Ich wiederhole nur, was das Ding ist. Ich gehe davon aus, die meisten wissen, was das ist, aber nur wir die gleiche Sichtweise darauf haben, was wir gerade sehen. So. Ich brauche Anpassungsfähigkeit, und Freiheitsgrade brauche ich deswegen, weil ich hier zwei Sachen auf dieser Stacey-Matrix zueinander stelle. Das ist einmal, wie klar und unklar meine Anforderungen sind, ja, und wie klar oder wie unklar der Lösungsweg dafür ist. So, und es gibt ja unterschiedliche Abbildungen von der Stacey-Matrix, ja, wie die Bereiche eingeteilt werden. Und ich war mal so dreist und habe gesagt, okay,
ich unterteile sie in 5 Schritte, ja, um halt Gradienten halt zu bekommen, um halt zu sagen, okay, wo hier an dieser Stelle, ja, was braucht eigentlich mein Projekt? Also wo bin ich gerade? Patrick Eid, anderer Projektleitungskollege, der hatte so ein Projektreifegradmodell, dass ich halt, bevor das Projekt ja losgeht, also bevor ein Team ja überhaupt da ist, gibt es ja ein Anreifen, dass wir überhaupt von einem Projekt reden. Ja, so in dieser Projektreifegrad, wenn ich den sozusagen halt, was ist, oder man könnte auch sagen Auftragsklärung, wenn ich geklärt habe, was das Projekt machen soll und greift habe, dann kann ich hier eine Annahme a priori treffen, welchen Freiheitsgrad ich hier an dieser Stelle brauche oder bisweilen Anpassungsfähigkeit. Und das habe ich hier in 5 Teile unterteilt. Gibt es dazu schon mal erste Fragen? Ich muss sagen, ich kenne diese Matrix leider gar nicht. Ich kann gerade auch nicht so viel. Okay. Weil ich eben noch relativ neu in diesem ganzen Thema bin. Dann vielleicht mal so zwei Beispiele, ja, also wo ich Projekte verorten würde aus meiner Vergangenheit. Ja. Wir hatten einmal das Projekt SV HANA. Projekte aus unterschiedlichsten Systemen, die aber schon da waren, also Prozesse. Ja, Geschäftsprozesse sollten halt auch SVHANA, sage ich jetzt mal, transportiert werden. So, die Prozesse selber sind bekannt, der Auftrag, die halt großartig zu ändern. Und jetzt möchte ich jetzt bitte nicht den Klassiker hören, ein digitalisierter Scheißprozess ist ein Scheißprozess, das wies ich hoch, aber das war erstmal die Mission. Ja, so, das heißt also, dass die Anforderungen waren relativ klar, weil die konnten sie aus dem Bestandssystem ableiten. Wiederum aber das Wie und die Verbindung mit Salesforce, Achtung, ja, ein anderes System, ja, das war ungeübt, ja, und wie dieses Template dort erstellt wird. Also ich bin jetzt nicht so SAP-Firmen, soll ich gerade SAP-Unsinn erzählen, kann mich jeder hier abrufen, abstrafen, was auch immer, ja. So, aber da war halt, sage ich jetzt mal, im Lösungsweg dachte man war klar, ja, aber tendierte dann auf einmal ziemlich schnell zu diesem mittleren Bereich. Ja, also war dann halt dieses Projekt dann irgendwo, war dann irgendwo hier zu verorten. Ja, so, dann hatten wir das eine Projekt für den Verlag, was wir gebaut haben. Da war eigentlich ziemlich klar, was zu bauen ist. Das war hier. Ja, im Grunde genommen war auch das Tool eigentlich relativ klar. Das war eigentlich hier. Deswegen hat man es ja auch gekauft. Nur, dass die Mannschaft sozusagen der Meinung gewesen ist, wir probieren dann mal ein ganz neues Deployment. Also wir haben ein ganz neues Deployment eingeführt und das müssen wir jetzt unbedingt einbauen. Dann haben sie sozusagen und das war auf einmal unbekannt. Ja, also die haben sich quasi selber aus der bekannten Zone ins Unbekannte geschossen, ohne Not, nachträglich auch. Also ne, ist ja keiner da von den Jungs, ne, aber eine Bombenleistung. So, also wie auch immer. Also die haben sich sozusagen eigentlich aus klar, ja, ne, in diese Zone selber rein manövriert. Ja? So, und damit kannst du sozusagen sehen, okay, was habe ich für ein Projekt? Es gibt Projekte, die riechen so danach, Rechenzentrumsumzug. Die Applikationen sind meistens bekannt, die von A nach B gehäuft werden sollen, was aufgerufen werden soll, was wieder nachhinein weiter funktionieren soll, bla bla bla. Ist im Grunde genommen ziemlich oft, also es kann mich jemand auch hier wieder abstrafen, falls ich aus eurer Sicht Unsinn erzähle. Ja, aber halt, ich kann schon ziemlich viele Anforderungen ableiten von dem, was da ist. Und dann muss ich nur sehen, okay, wie sieht das Ziel aus? Ja, und so kriege ich so ungefähr eine Ahnung, was da halt ist. Und je nachdem, was ich für Projekte halt habe, Migrationsprojekte riechen meistens danach, vieles ist bekannt, einiges kann die Hölle sein. Und wie kann bekannt sein? Ja, weil ich ja weiß, von wo nach wo ich gehe, aber ich habe da auch noch gewisse Freiheitsgrade. Also ich lande oft hier so irgendwo so in diesem Mittelbereich. Ja, wenn man sonntags sich noch, sage ich jetzt mal, ich denke mir mal schlaue Fragen aus, ja, mit Stacey-Faktoren ist schlicht und ergreifend, ne, Anforderungen, also das Was und das Wie gemeint, ja, und zwischen 0 und 5, ja, wo würdest du sagen, ja, wie klar bekannt oder wie unbekannt das ist? Also vielleicht zwischendrin, mein Problem ist, dass die entscheidenden Faktoren da noch nicht genannt sind, insofern habe ich ein bisschen Probleme, die Frage zu beantworten. Na, dann konzentrieren wir uns doch erstmal auf die Frage dort. Das sind die 2 Faktoren. Vielleicht kommt ja dein Faktor nach. Ja, ja. Hm?
Ne? Und wenn er nicht kommt, kannst du mir immer noch die Löffel langziehen. Speichere den Gedanken, Frank, gerne schon mal im Chat. Dass er nicht verloren geht. Hört sich wertvoll an. Schon deutlich. Mehr Klarheit in der Umsetzung als in den eigentlichen Anforderungen. Ja. Das heißt, Technologie bekannt, Weg nach vorne bekannt, aber was wir genau wollen, oh, da scheiden sich wohl noch die Geister. So würde ich es mal interpretieren. Gibt es dazu Anregungen oder Anmerkungen von euch? Ja, wenn ich was sagen darf. Nein. Gut. Ja, klar. Was hat Chris vorher geschrieben, das wäre die Chance gewesen. Alles klar. Ich werde nächste Woche 55, Stefan. Also ich habe jetzt Vortritt. Ich kann nicht mehr so lange aufbleiben. Ich muss das jetzt sagen, weil nachher kann ich nicht mehr. ganz einfach. Also meine Erfahrung ist einfach, dass die Anforderungen scheinbar sehr klar sind. Bei genauerem Hinsehen, die Leute aber relativ spät zum Teil Dinge entdecken, die echt die Machbarkeit in Frage stellen. Und dann zum ganz spät Dinge kippen, weil man ja neuerdings stolz darauf ist, dass man was agil macht. Und agil heißt so in Wirklichkeit, ja, zum Schluss, ja, da haben wir jetzt keine Lust mehr, genau drüber nachzudenken, das machen wir dann agil, das wird dann schon. Also genau das Gegenteil einer klassischen Spezifikation. Und das ist auch gerade in der Software bei, sagen wir mal, vermeintlich großer Klarheit ein großer Fehler, weil im Endeffekt, genau wie du vorhin auch schon gesagt hast, da kommen dann Dinge drauf so, ah, das nehmen wir noch mit. Oder nee, das geht eigentlich, ist nur eine neue Version, aber ging früher, wird schon gehen. Und dieses wird schon gehen, das ist genau der Punkt. Und das ist genau das, was dann eigentlich dazu führt, dass in Wirklichkeit, und das ist, glaube ich, der Unterschied, also die scheinbare oder die echte Klarheit. Die scheinbare Klarheit ist sehr hoch, die wirkliche Klarheit halte ich für relativ niedrig. Umgekehrt die Lösungswege, ja, also der eigentliche Weg, wenn man denn genau wüsste, wo man hin wollte, wäre schon klar gewesen. Das ist so meine Erfahrung. Und darum habe ich auch mit 4-2 abgestimmt. Ich glaube, da gibt es einfach so zwei Dinge. So, wie sieht es von außen aus und wie ist es danach wirklich? Ja, würde ich auch sagen. Ja, also diese Stacey-Matrix, also wir sind ja gerade davon ausgegangen, wir gehen frisch in so ein Projekt rein. Ja, aber es gibt ja auch die Schwupp und dann sitzt man sozusagen auf dem lahmen Gaul durch irgendeine Beauftragung, ja, und dann schaut man erstmal runter, so, wo bin ich denn gerade drauf und drin für die Orientierung, ja, und dann kann ja zum Beispiel, ne, es wird dann gesagt, das ist ja alles klar, ja, und dann kommt dieses Überraschende, ne, ah, wir müssen das auch noch anbinden, ja, und das andere auch noch anbinden kann dann ja ein Riesenfass sein, aber egal. So, mein Punkt an der ganzen Geschichte ist, je mehr ich Freiheitsgrade und je mehr ich diese, ich nehme mal das Wort Teams, wie auch immer, ja, Menschen, ja, das umsetzen wollen, ja, und darauf reagieren müssen und darauf, sage ich jetzt mal, sich anpassen müssen, ja, umso größer muss der Reifegrad sein. So, und ich hatte mich mal mit dem Ralf, das ist ein Agile-Coach aus Hamburg, wir uns lang und breit darüber debattiert. also er ist halt Scrum-Coach und somit ist dann das Feld sozusagen halt gesetzt. Aber wir hatten so dieses so, ja, aber dann geht das dann ja nicht. Und er sagt dann halt, ja, nee, dafür ist es dann ja auch nicht da. Also dann ist es jedenfalls nicht das. Ja, und dafür würde ich das dann halt nicht einsetzen. Dafür würde ich das nicht einsetzen. Und dann kann man halt immer mehr zu diesem Punkt so, es gibt limitierende Faktoren. So, und je weiter du halt nach oben gehst, ja, wo du halt diese Anpassungsfähigkeit sozusagen brauchst, also je unbekannter die Sachen werden, ja, desto natürlicher muss der Reifegrad von dem Team sein. Das heißt also einmal, also von dem Skill, von dem, was gebaut werden soll und wie ich die Anforderungen aufnehme oder ein Produkt baue, das haben wir dahingestellt. Aber das Team, da waren wir auch gerade, das Team muss, und dann nehme ich mal den Grad stabiler, umso stabiler sein. Ja, wenn ich das gar nicht bringen kann, wird dieses Benötigte zu einem limitierenden Faktor. Ja, also ich bin mit dem Team die Lösung gleichzeitig, aber stellt es auch gleichzeitig die Begrenzung dar. Ja, also es ist wie beim Auto. Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht ein Ingenieursbild, aber ich bin Elektrotechnik-Ingenieur. Ja, also verzeiht das bitte. Ja, so, also um schnelles Rennen zu fahren, ist ein 500 PS-Motor die Lösung.
aber ist halt immer auch auf 500 PS limitiert. Und wenn mir irgendjemand einen anderen anreicht, hier für Spaß beim Rennen, ich habe den Ersatzmotor reingedengelt, dann habe ich nur 350. So, und damit muss ich aber ein Projekt dealen. Ich muss dieses Rennen, in Anführungszeichen, weiß nicht, vielleicht doch eine andere menschenbezogene Metapher, ne? Irgendwas anders. Stellt euch irgendwas mit Menschen vor. So, also ich muss sozusagen halt mit dem Team, muss ich halt mit der Realität dealen. Auch der Dienstleister, ja, ich habe ein Team, ja, so, aber ich bin auf eine Zulieferung von einem Dienstleister angewiesen oder ich habe den bei mir mit eingebettet. So, der muss ja auch diese Reife mitbringen. Der muss auch diesen Willen zu dieser Zusammenarbeit, zu diesem Modus der Zusammenarbeit mitbringen. Und nur, dass er sagt, er macht es, heißt noch lange nicht, das passiert dann so. So, und darauf muss ich sozusagen dann halt auch reagieren. Frank, wäre das so in deinem Sinne, hättest du hier was zu ergänzen? Ich meine, das, was du sagst, ist irgendwie richtig, aber es kommt für mich aus der falschen Richtung. Also ich meine, ich habe ein Problem und ich habe ein Team mit einem Reifegrad. Das sind ja keine Sachen, die ich ändern kann, aber ich kann das berücksichtigen. Ja, so, das heißt aber, ich brauche für ein komplexes Problem, brauche ich kein Team mit hohem Reifegrad. Weißt du, es dauert halt dann länger und ich mache mehr Fehler. Ich muss es berücksichtigen. Meistens kann ich ja die Sachen nicht steuern. Und ich denke, die Komplexität des Problems, die ist super relevant und der Reifegrad des Teams auch, aber eher im Sinne von, ja, da muss ich dran arbeiten und ich darf halt nicht so handeln, als hätte ich ein Team mit hohem Reifegrad, wenn ich das nicht habe. Ja, und das ist auch das, was ich eben mit der Kurve meinte. Deswegen sind die Leute ganz enttäuscht, weil sie sagen, oh, ich habe gedacht, das geht ihnen so und so. Da fehlt ihnen einfach der Reifegrad. Wenn zum Beispiel das Beispiel SAP oder wie du so schön sagst, du hast die Themen ja alle genannt. Wenn ich so ein SAP-Projekt angehe, da kommt garantiert irgendwas um die Ecke. Wer meint, dass ein SAP-Projekt von der Komplexität niedrig ist, der hat keine Erfahrung. Ja, egal, was die aufschreiben, egal, wenn sie sagen, das ist nur genau der Prozess, wie er vorher war, das ist trotzdem komplex. Die Komplexität, vielleicht ist es nur kompliziert, aber da ist auch eine Komplexität drin, die man am Anfang nicht sieht. Manchmal reicht ja auch schon eine hohe Kompliziertheit, wenn 100 Leute dran arbeiten, dann ist ja spätestens schon der Faktor Mensch macht komplex. Genau, aber das Komplizierte kann ich ja meistens mit ein bisschen mehr Planung und so weiter nochmal in den Griff kriegen. Wenn es Komplexität ist, dann halt eben nicht. Ja, das ist so ein bisschen die Definition oder meine Definition von Komplexität, aber da haben wir, glaube ich, erfahrenere Leute hier. Ja. Ich würde einmal, Achtung, nächste Fragerunde. Also folgendes, hier diese Richtung wäre mehr Richtung Team nicht so reif, auf der rechten Seite richtig reif. Ja? Hat das jemand anders gesehen? Fragezeichen. Ne? Sigrid macht, nein, natürlich nicht. Ne? Gut, okay. Jo, dann würde ich doch sagen, sind wir doch im Reifegrad von 0 bis 5. Ja, sind wir hier in einem ganz satten Mittelfeld. Das heißt, das heißt also auf allen Ebenen, wo ich eigentlich sagen möchte, wenn ich volle Agilität haben möchte, ja, also ich möchte das Team haben, hochmotiviert, hochstabil, ja, im Projektumfeld, ja, es kommt komplett. Es weiß, es den hat den richtigen Reifegrad für zum Thema Agilität, ja. Es bringt auch noch Projektmanagement-Know-how mit. Es weiß, es reicht nicht, dass die Firmen sich selbst organisieren können. Die müssen auch schon in der Lage sein, vernünftig mit dem Kunden zu reden. Ja. So Dienstleister-Kooperation bei 2,3, eines der kleineren Pferde und Stakeholder-Kooperation. Wenn die Stakeholder-Kommunikation quasi das symbolisiert, dass ich halt weiß und fragen kann, wie ich das Produkt bauen soll, sieht es ja übel aus. Nur so nebenbei. Nur mal so als Reflexion. Habt ihr da gerade noch ein zusätzliches Meinungsbild oder wollt das kommentieren? Sigrid. Ja, das Einzige, was ich jetzt dazu sagen hätte, wäre, dass es auffällig ist, dass die Reife der Selbstorganisation sehr weit gestreut ist. Also da sind viele Votes im niedrigen Bereich und offensichtlich auch viele im hohen und eigentlich gar nichts im Mittelfeld. Ja, fair point auf diese Delle da im Sand. Ja, oder? Also hier hat keiner in der Mitte drauf gewotet.
Ja, okay, weißt du, was du meinst. Okay, aber es zeigt halt, dass die Zuhörerschaft sich doch eher gespalten geäußert hat als einheitlich. Wir haben jetzt keinen gemeinsamen Hügel, sondern eben zwei. Ist eine schöne Formulierung. Ja. Ja, aber im Grunde genommen, dann ist es dann ja halt, also wir haben ja jetzt nicht 1000 Leute befragt, ja, aber es spiegelt dann ja halt auch schon von erfahrenen Teilnehmern im Projektumfeld, ja, halt schon wieder, wie da, sage ich jetzt mal, es wahrgenommen wird. Ne? Die einen sagen mehr jo, ne? Und die anderen sagen halt nö. Ne? So, nachdem wir das haben. Vielleicht noch eine Anmerkung. Also, was ich oft feststelle, ist, dass die Meinung, was Projektmanagement angeht, auch extrem auseinandergeht in der Praxis. Also das geht von, ich muss halt irgendwie nur so Charts malen, bis hin zu, ich mache tatsächlich aktives Projektmanagement. Ja. Das ist extrem. Bei Agilität geht es noch einigermaßen, aber was Projektmanagement angeht, sind die Welten komplett auseinander, was ich sehe. Ja, ich würde mal sagen, also die Reife, ja, also was ich darunter verstehe und wie es nachher dann wirklich angewendet wird, ja, und es kann jemand ja dem PMP, sage ich jetzt mal, wie geleckt ja an die Wand fahren, ja, kann ja sein, ja, da würde ich aber das mit der, ich finde das mit der Reife, finde ich schon, Achtung, kleiner Spoiler, ich kenne ja die nächste Seite, also wir waren ungefähr, also nur zur Rekapitulation, ja, Erwartung, also das Was und das Wie war so ungefähr im Mittelfeld. Auch unsere Reife gerade schätzen wir alle so ungefähr Mittelwert. Ich hab da einen. So, so Achtung, und jetzt Trommelwirbel. Yes! So. So, also hier, meine Damen und Herren, ja, also das andere war ja schnöder Vorgeschmack, ja, das sind die 5 Level of Agile, ja, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ich rede mit Leuten immer und ich rede immer, ja, nee, also das Team ist ja motiviert, zu 100%, das ist das motivierte Team, ja, Wo siehst du das? Also hier habe ich eins, da aber nicht. Und die anderen sind so, geht so. Aber grundsätzlich, das eine Team ist grundsätzlich motiviert, aber der eine, ja, der haut immer dazwischen, ja, und zieht sie gerne immer wieder runter. So, weil ich es mit Menschen zu tun habe. Also ich habe die volle Bandbreite halt. Über viele Projekte werde ich viele Bandbreiten halt bekommen. So, und das hat mich immer die ganze Zeit gewundert. Und dann gehe ich in Diskussionen rein mit Projektleitern, mit Brückenbauern, mit Agile-Coaches. Man dachte mir so, wieso reden wir eigentlich immer von der Agilität? Das ist doch so Quark. Ja, und es ist ja voll und ganz okay, wenn man sagt, es gibt das, aber dann habe ich bestimmte Rahmenbedingungen auch zu erfüllen. Und ansonsten werde ich sie nicht erreichen. Dann lasse ich sozusagen halt, dann packe ich so eine Möhre davor und sage halt so, ihr könnt das jetzt erreichen, ihr müsst ja nur wollen. Bang, 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 bang. Und die rattern alle voll gegen die Wand. Oder bestimmte rattern mit bestimmten Rahmenbedingungen halt gegen die Wand. Das ist doch Quatsch. So, und an der Stelle habe ich gesagt, okay, wenn wir halt die Sachen halt mal nuanciert sehen, weil was ist im Leben schon 0 oder 1? Außer selbst ein Transistor hat dazwischen Zustände, meine Damen und Herren. So, und hier ist der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Stufe 1, nicht agil. So, alles klar, alles bekannt, Klammer auf, wo sehe ich das? Sehr selten. Oder im IT-Projektgeschäft sehe ich das, naja, also das rappelt da schon in der Büchse, wenn da halt die Sachen halt eben unbekannt sind oder Sachen hochpoppen oder was auf den Weg kommt. Da komme ich zwar auch irgendwie mit der Methode weiter, aber dafür ist er halt grundsätzlich nicht so gemacht. Aber ich komme damit auch durch die Tür, aber es rappelt halt an definierten Stellen am Karton. So, dann kann ich sagen, okay, Stufe 2, ja, hier an dieser Stelle, ja, kann ich ja schon zum Beispiel in der Softwareentwicklung mit bestimmten Methoden, ja, Sachen reinnehmen. Ich muss hier nicht alles neu erfinden. Wenn eine Firma halt, sage ich jetzt mal, klassische Projektleitung macht und damit grundsätzlich durch die Tür kommt, dann kann sie die ja aber verbessern. Sie kann ja von Continuous Development, Continuous Deployment, von agilen Entwicklungsmethoden zum Beispiel profitieren. Sie könnte ja auch, Achtung, der große Tod. Ja, sie könnten ja halt, wenn es eine Projektphase fürs Requirements Engineering haben, weil sie schon mal
in Anführungszeichen, das Backlog vorfüllen wollen, weil sie schon mal ein Vorkonzept haben wollen, ja, dann können sie das doch bei Kanban noch machen, ist doch alles okay. Warum nicht? Also sie machen dann halt Agile Cherry Picking. Ist das zu 100% agil? Nein. Würde das Jeff Sutherland glücklich machen? Obwohl der mit Kanban ja nichts am Hut hat. Jan, tut mir leid, ich nehme mich da wieder zurück. Ja, würde es ihn. Es würde ihn glücklich machen. Ja. Okay, cool. Ist ja perfekt. So, und dann kommen wir etwas, wo ich sagen würde, das habe ich mal das agile Basecamp genannt. Ja, also ist es auch so, Achtung, uns fällt was auf in der Mitte. Ne? So, und an der Stelle brauche ich halt ein Höchstgrad an Flexibilität. Und hier an dieser Stelle, ja, habe ich die Mischung aus zwischen beiden Welten. Ja, ich nehme halt, ich habe hier an dieser Stelle ein iteratives Verfahren, ich nenne es nicht Scrum. Ich brauche mich auch nicht mit irgendeinem Hardcore Agilisten oder Scrum-Fan, der sagt, dann ist es das nicht. Ja, ist doch okay, ist es nicht. Guck mal hier, das wäre dann zum Beispiel Stufe 5 Full Agile, dann hast du es halt. Ne? Alles darunter ist es nicht, ist auch okay. Dann sind wir halt, sage ich, ist man Stufe 3. Ja, und wenn ich halt ein Team halt habe, was halt noch nicht den Reifegrad für die Selbstorganisation bei 3 hat und aber 5 bräuchte da an der Stelle, um das Projekt zu rocken, dann kann ich ja einen unterstützenden Projektleiter halt haben. Und damit ist aber kein Command and Order Projektmanager aus den 50er Jahren gemeint, sondern jemand, der es ja zusammen mit dem Team abstimmt, wo, wie die Aufteilung dazwischen ist. Die Welt ist ja nicht mehr auch in der Projektleitung die schwarz und weiß. Wo ist sie das auch heute? Ich sehe sie seit 10 Jahren nicht mehr. Ich persönlich nicht. Ja, so, wie machen wir das? Also aktuell mit meinem Team bin ich definitiv bei 3. So, Technik, viel Spaß. Also ich brauche in keiner Zeile Code rumreden, aber ich kann Sachen fragen. Habt ihr daran gedacht? Habt ihr daran gedacht? Habt ihr daran gedacht? Das ist okay. So, wiederum bestimmte Abstimmungstermine etc. im Umfeld und mit dem Programm, das übernehme ich, das organisiere ich. Und somit haben wir uns halt aufgeteilt. Und in Retro schauen wir nach, ob wir nachjustieren müssen. Und ja, wir haben hier Retros. Ist aber kein Muss. So, und sie helfen trotzdem weiter, weil wir zusammen lernen können. Weil wozu ist eine Retro da? Man lernt und kann es besser machen. Das kann nicht verkehrt sein. So, und das habe ich sozusagen dann halt als das agiles Basecamp sozusagen halt gesehen. Ja, dass ich halt sozusagen halt das Projektmanagement als auch das Team ergänzen sich. Ja, je mehr das Team sozusagen selbst organisiert, selber macht oder machen kann oder Bereich übernimmt, umso besser. Und der Projektleiter hier an dieser Stelle kann das übernehmen, kann über das Team auch challengen und coachen, dass sie immer mehr mit der Zeit übernehmen. Das ist auch kein, es gibt nur das eine oder das andere. Da muss aber der Projektleiter aber auch willens sein, in so einer Coaching-Rolle auch zu sein. Er ist dann halt nicht nur noch der klassische Projektleiter, der Aufgaben runterdröselt und du machst das, du machst das, du machst das. Ja, er macht das zusammen mit dem Team. Ja, und da, wo er sich rausnehmen kann, sollte es auch tun. Und so nebenbei, jeder gute Projektleiter sollte das eigentlich schon gemacht haben. Egal wann und wie die Methode heißt. Das ist meine persönliche, ganz persönliche Ansicht. Ja. So, durch das iterative Verfahren bin ich ganz kühn, dass ich sage, ich habe eine von der Anpassungsfähigkeit, habe ich hoch bis mittel. Ich komme nicht auf das Allerhöchste, wenn das Team sich komplett dynamisch selbst organisiert, weil das ist dann, würde ich sagen, eine Grundvoraussetzung. Ja, wenn ich die höchste Anpassungsfähigkeit brauche und mich ständig ändern muss, dann brauche ich auch die höchste Stufe der Selbstorganisation. Alles drunter geht auch eine Scheibe kleiner und das ist okay. Das ist voll und ganz okay. So, wiederum kann ich den Reifegrad abfedern an der Stelle. So, mit dem Projektmanagement, in Abstimmung mit dem Team. So, das wäre das agile Basecamp. Dann haben wir, das nenne ich Supported Agile. Im Grunde genommen habe ich ein Scrum-Team. Im Grunde genommen habe ich, was habe ich letztens gelesen? Flights. Fand ich sehr charmant, ja, was ich gesehen habe. Da kann ich nachher mal den Link noch in die Notes reinpacken als agile Methode. Ja, aber ich kann ja trotzdem jemanden haben, der sozusagen halt Organisation supportet. Also das ganze Team macht ja auch nicht nur die Datenbank. Das machen dann halt 2 im Team. Ist okay. Jeder könnte mal, jeder kann mitreden.
Aber im Grunde genommen, zwei kennt sich damit richtig gut aus, dann ist es ja auch okay. Ja, es muss nicht das Ganze, es muss nicht der, der sozusagen gerade an der Datenbank oder am Frontend schraubt, ja, gerade irgendeine Konferenz. Und ich denke mal, Leute, die hier Konferenzen in dieser Runde geben, wissen, was das für eine Arbeit ist. Ja, das ist richtig Arbeit. Ja, dann macht das halt, ich nenne es mal, habe das da Supportive PMO genannt. Ja, als Dienstleistung für das Team. Das Team selber ist aber grundsätzlich selbst organisiert. Und dann, oberste Ausbaustufe, haben wir Full Agile. Und da bin ich das, wo, wenn ich in LinkedIn lesen würde, das ist Agilität, also das, ja, im Vollausschlag, ja, dann ist das. Aber wenn du das einsetzt, dann brauchst du aber auch das. Und dann brauchst du nämlich den höchsten Reifegrad dafür. Im Grunde genommen, das war's. Bedeutet das, dass du auf dem höchsten Grad am wenigsten Projektmanagement drin hast? Ja. Das würde ich... Nee, Moment. Projektmanagement als Rolle Person. Das Projektmanagement an sich, Entschuldigung. Projektmanagement gebe ich dann ja ab. Also es ist nicht der Projektmanager, der sozusagen es halt unterstützt oder ein PMO, der unterstützt, ja, sondern an der Stelle, wenn ich die höchste Selbstorganisation brauche, dann brauche ich keinen mehr da halt rumrennen, der noch irgendwie versucht, damit seine Organisation dazwischen zu fummeln. Dann brauche ich ja wirklich ein Team, was sich nur darauf konzentriert, ganz, im Grunde genommen hast du täglich, stündlich neue Anforderungen, es ändert sich alles. Und da sage ich, ja, da brauchst du 100% Selbstorganisation. So nebenbei sagt dir Skunkworks etwas. Von Lockheed, 50er Jahre, den Amerikanern ist aufgefallen, scheiße, wir haben ja keinen Jet. Die haben Jet und die haben Jet. Wir brauchen einen Jet. Und damit hat Lockheed sozusagen halt ein externes oder ein Team externalisiert, das sozusagen, wir würden heute sagen, agil läuft, und die waren zu 100% selbst organisiert und von der Organisation von Lockheed getrennt, weil sie das gebraucht haben, weil sie zusammen dieses Flugzeug on the fly gebaut haben. So, dann brauchst du diesen Grad. Wenn du sagst, ja, aber es macht ja Sinn, ja, okay, aber dann bist du bei 4. Wenn du Scrum haben willst, hast du keinen Projektmanager. Ich würde gerne mal einen Gedanken teilen. Ja. Ich glaube, oder eine Vorbemerkung. Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich mir bei meinen agilen Erarbeitungen, der ist in mir haften geblieben, und der lautet: All models are wrong, but some are useful. Und Modelle sind ja immer eine Vereinfachung, ne, und bilden die Realität nicht komplett ab. Und ja, ich glaube, dein Modell ist sehr, sehr sinnvoll. Und auch beim ersten Blick darauf, als ich mir die Level angeschaut habe und da so rübergeflogen bin, habe ich gesagt, super, ist gekauft, kann ich auch gut in meinen Schatz aufnehmen. Und gleichzeitig glaube ich, dass da eine Vorannahme dahinter steckt. Ja. Und zwar, wir streben Agilität an. Na, also unser Bedürfnis ist es, auf die höchste Stufe der Erkenntnis zu kommen und agil arbeiten zu wollen. Und ich glaube, es gibt Projektaufgabenstellungen, wo wir das gar nicht anstreben brauchen. Also all diese ingenieurmäßigen Aufgabenstellungen, sei es jetzt Rechenzentrumsumzug oder Aufbau eines neuen Logistikzentrums, ja, da brauche ich eben dieses Big Planning, dieses Big Upfront Planning, ne, wo ich wirklich ohne einen strukturierten, wasserfallartigen, durchdachten Generalstabsplan nicht durchkomme. Und ja, diese Leute haben, glaube ich, ich will nicht sagen, dass agil nicht überall hilft, davon bin ich überzeugt, aber die brauchen das nicht unbedingt. Mhm. Ne? Scrum, Kanban, XP und so weiter. Ja. Heißt also, Zusammenfassung von mir, das Modell ist cool, gekauft, und trotzdem ist es nicht für alle gültig. That's my message.
Ja, wäre ich mit dabei. Ja, also, weil mein Punkt ist ja sozusagen halt, wenn ich ja totalitär denke, ja, und würde sagen, also für mich ist das sozusagen halt, ich habe so eine Gedankenschablone, um mit Leuten in Austausch zu gehen. Ja, so, und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, also ich denke, du meinst 5. Nee, also wir passen hier an, wir haben das, wir haben hier noch jemanden, der halt hier unterstützt. Ah, okay, also du bist sozusagen halt, ihr habt schon grundsätzlich ein selbstorganisiertes Team, aber da hilft jemand. Genau, ja, okay, das würde ich als 4 bezeichnen. Ja, oder, ja, unser Scrum-Master macht noch dat und dat, der muss das und das halt noch abfangen, etc., oder wir packen halt noch einen Projektleiter mit dazu. Das ist das, was ich in Projektausschreibung als der agile Projektmanager herauslese. Ja, dann sind wir halt bei 3. Ich muss nicht muss gar nicht so tun, das ist Scrum. Ich muss auch gar nicht so tun, ja, als wäre das sozusagen halt das. Ja, ich kann auf einmal fliegen. Und wenn es irgendwo etwas zwischen 3 und 4 ist, ja, also da wäre jetzt meine Quizfrage, wo würdet ihr ein Safe sehen? 1. Das ist 1. Ist das 1 immer noch agil? Ist, weil es einfach mal eine Einschätzung. Wo würdet ihr Safe sehen? 2. Was? 2. Minus 2. Selbst ein Anti-Pattern. Aber vielleicht zur Erklärung, also ich, wie eben auch, also das, was du sagst, ist richtig, aber das Bild, was du doch hast, ist, du hast in der Regel nicht nur ein Team, ja, sondern wir haben mehrere Teams. Und das, was passiert ist, dass diese Projektmanagementarbeit, das, was auch der Oliver gerade sagt, diese Integrationsarbeit, diese Planungsarbeit, die verlagert sich dann aus den Teams mehr nach außen. Du managst nicht in die Teams rein, aber du musst trotzdem ja Sachen integrieren. Ja. Das ist das, was du bei dem anderen Modell, ne, bei deinem, wie man Projektmanager an die Projekte drankriegt, an die agilen, das Bild trifft das aus meiner Sicht besser. Das heißt, du hast eine andere, der Projektmanager macht andere Dinge auf anderen Ebenen, nämlich mehr außenrum, während die intern sich selbst organisieren und deswegen dort auch de facto wirklich weniger Projektmanagement-Tätigkeiten brauchen, im Innenverhältnis. Aber im Außen, die komplexen Themen haben, zum Beispiel so ein Rechenzentrumsumzug, das sind halt viele Detailsachen und die musst du in der Schnittstelle planen. Es macht keinen Sinn, wenn dort einzelne Applikationen irgendwie umziehen, wann sie wollen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das hast du, das ist das, was ich meine, wenn das Problem komplex ist, dann hast du diese Koordination immer. Trotzdem willst du diese selbstorganisierenden Teams haben. Mir fehlt quasi so eine Dimension auf der Sicht. In den Teams, Reifegrad und so weiter, passt es, aber und du willst auch, wenn du ein komplexes System hast, dann hast du keine Chance, top-down zu managen. Ich mache mal einen Wasserfallplan für alles, was in den nächsten Jahren passiert, das ist einfach Käse. Sondern du willst selbstständig agierende Einheiten haben, die Teams, und die sollen sich selbst organisieren, aber trotzdem brauchst du die Koordination. Also für mich ist das eher so ein, das Projektmanagement befindet sich woanders, das ist nicht in den Teams. Ja, ich denke mal, der Punkt ist ja, das ist ja gerade die 5 Levels of Agile da an der Stelle platt. Ja, also das, ich würde mal sagen, das ist falsch wie richtig, wie Oliver es gerade gesagt hat. Obwohl, ich muss ja sagen, es ist richtig. Entschuldigung. Das ist sozusagen, das gilt auch für ein Team. Ja, also sagen wir es mal so, ich wende gerade 3 an, würde ich es mal so gerade formulieren. Ja, unterstütze halt das Team, das sozusagen sich halt selber sozusagen Selbstorganisationsbereich sozusagen halt holt. Wir gehen halt schrittweise vor, wir nehmen halt, also die Anforderungen sollten klar sein, sind sie aber nicht. Das ist, glaube ich, ist hier, glaube ich, in der Runde auch gefallen, diese Äußerung. Ja, und eiter Taus, wir müssen doch noch mal ein paar neue Sachen anbinden, die waren vorher überhaupt nicht auf der Uhr. Ja, und dass wir es dann trotzdem sozusagen mit reinnehmen können. Dafür fliegen halt, sage ich jetzt mal, andere Sachen aus dem Backlog wieder raus. Also, that's a game. Ja, so, sind wir 5? Nein. Ganz klar. Wir sind noch nicht mal 4. Ziel wäre natürlich, über die Laufzeit, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auf 4 zu kommen, ja, und sie halt zu unterstützen, in diese Richtung sozusagen halt zu kommen. Wenn es mehrere Teams sind, dann verlagert sich das nochmal ein bisschen anders. Dann brauche ich ja noch eine Interteam-Kommunikation, die halt über die reine Team-zu-Team-Kommunikation ausgeht. Ich sehe gerade eine Handmeldung, die möchte ich ja nicht übersehen. Eugen. Ja, ich muss sagen, das hier spricht mal an. Ich möchte da noch etwas hinzufügen, und zwar für das höchste Level.
Das baut auf dem auf, was Johann vorhin gesagt hat. Und zwar hat man ja bei seiner Organisation die Anzahl der Features zurückgeschraubt. Man ist nicht mehr auf jede Anfrage eingegangen, auf jede Kundenanfrage, sondern hat sich beschränkt. Und selbst ich komme aus einer Umgebung, aus einer alten, ja, ähnlich wie bei Skunkworks, da hat die Organisation, die ganze Organisation agil funktioniert. Und auch da sind wir schon hingegangen und haben diese vielen Anforderungen beschränkt. Und später hat sich herausgestellt, eigentlich gibt es etwas dahinter, was das zwingend vorschreibt. Und das sind nicht Menschen, sondern das ist die Natur. Da gibt es zwei Naturgesetze. Wenn man die nicht beachtet, dann überschreitet man unweigerlich einen Kipppunkt und dann wird es so komplex, dass letztendlich ja, das Problem scheitert. Und was ich vorschlagen würde, ist da auf dem höchsten Level diese Naturgesetze aufzunehmen, sodass nicht nur in den Agile-Teams, sondern auch beim Management deutlich ist, wo die Grenzen sind. Könntest du das, die im Chat teilen? Ja, vielleicht kann Christian noch was dazu sagen. Das ist noch eine bessere Idee. Der Eugen und ich haben nämlich schon gesprochen. Das baut super auf dem hier auf. Und wir haben beschlossen, im November den nächsten Brückenbauertag genau damit zu verbringen. Dass der 23. November gerne schon mal in den Kalender schreiben. Eugen, dürfte ich vielleicht vorher auf dich zutreten und dich dann mal dazu befragen, weil das würde mich sehr interessieren. Ja, natürlich. Habe ich das richtig gehört? Du bist in Potsdam? Ich bin in Potsdam. Ja, ich bin ganz in der Nähe. Ja, dann gerne. Dann gerne treffen. Ich gebe das Käffchen aus und dann zücken wir das Notebook und dann bringen wir das mal zusammen. Das würde mich sehr interessieren. Der Punkt mit der Mehrdimensionalität von Frank habe ich jetzt gerade hier mal bewusst rausgelassen, ja, um das noch ein bisschen generischer zu lassen. Ja, aber der Punkt ist natürlich, wenn ich sage, wenn ich halt von, ich sag's mal, von Projekt zu Programm langsam wechsle, ja, dann habe ich natürlich halt für die Gestaltung eines Multiprojekt- oder Multiteam-Vorhabens habe ich natürlich noch ein paar andere Aufgaben, die dann halt auftreten. Nicht nur was die Leitung außen angeht, sondern ja auch das Integrative zwischen den Teams. Jan, wäre das Wort Nexus hier oder das Nexus Integration Team hier ein Stichwort, was ich anbringen dürfte, oder würdest du es anders einbringen, einfließen lassen? Da weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht kann ich eine Runde Frage an dich zurückgeben. Wenn wir jetzt so ein Modell haben und dann diese fünf Stufen oder welche Stufen man auch immer hat dann, ja? Was hilft dir das denn dann? Also wenn du jetzt sagst, okay, stellst du es fest, durch Erfragen und rausfinden, findest du irgendwie, das ist Stufe niedrig oder hoch oder was weiß ich. Was bedeutet das denn dann hinterher für deine Arbeit? Was machst du denn dann damit? Oder die anderen auch gerne. Also wenn du so eine Erkenntnis hast, was bedeutet das dann? Ich würde da wirklich in die Runde weiterfragen, weil, also ich weiß ja, was ich mache. Da wäre jetzt meine Frage sozusagen halt an euch. Würde euch das helfen? Und wenn ja, wofür? Vielleicht ein Statement von mir. Aus meiner Perspektive als jemand, der Kunden dabei unterstützt, ihr Projektmanagement richtig zu machen, ist das für mich schon eine schöne Skala von unterschiedlichen Ansätzen, die ich einem Kunden empfehlen würde. Ne? Also vorhin habe ich meine öffentliche Verwaltung angesprochen. Wenn die jetzt rufen, Agile, dann würde ich entsprechend deiner Kriterien sagen, empfehlen, lasst mal lieber die Finger davon. Ne? Also insofern würde ich bei der Aufgabenstellung, die ein Kunde an mich stellt, in welchem Grad sollten wir Agile anwenden, könnte ich das hier als einen ersten Indikator nehmen, um ihm das richtige, passende, erfolgsträchtige Level an Agilität zu empfehlen. Ja. So, danke, Oliver. Das ist
Vielleicht ergänzend, man kann damit auch so ein bisschen Pfad aufzeigen und sagen, die Entwicklung ist nicht nur ein Schritt, sondern man hat einen Weg vor sich, eigentlich egal, wo man sich genau einordnet. Aber. Also das wäre vielleicht noch von meiner Seite aus eine Ergänzung. Die Folie habe ich gekickt, weil es wäre sonst zu lang geworden, das sage sogar ich. Dass ich sozusagen halt eine Bestandsaufnahme machen kann, also ein Projekt-Setup ist nichts, sollte jedenfalls aus meiner Sicht nichts Festgemeißeltes sein. Wenn ich sehe, ich muss das Setup anpassen im Laufe der Zeit, das Team ist reifer geworden. Mir ist aufgefallen, das Team ist überhaupt nicht reifer geworden. Kann ja auch sein. Ne? Es gibt ja äußere Rahmenbedingungen, die sozusagen Teamplay sozusagen konterkarieren. Das kann sein. So, dann muss ich eventuell, sag ich jetzt mal, in die andere Richtung schrauben, wenn ich halt mit einem Coaching mit den Leuten reden und sie mit einbinden, sozusagen halt nicht weiterkommen. Da muss ich mir vielleicht eine andere Strategie ausdenken. Ne, wenn ich merke, der iterative Ansatz da ist Quark, ich muss da halt mehr vordenken, gehe ich halt, Achtung, ich benutze mal ein anderes Wort als klassisch, ja, ich benutze mal das Wort linear. Ein Projekt muss nicht nur iterative Anteile haben, es kann auch lineare Anteile haben. Das ist voll und ganz okay. Ich kann ja linear eine gewisse Sache vorplanen oder ein Proof of Concept bauen. Ich kann einen Prototypen bauen. Das kann ich ja mal linear machen. Ja, um dann halt schrittweise halt weiter in die Umsetzung zu gehen. Wir tun ja immer so, als wenn es immer nur so, es geht nur so, es gibt nur Wasserfall und das ist dann diese Phase. Ja, was ist das für ein Bullshit? Ja, also halt, ja klar, wir können erstmal die Proof-of-Concept-Phase machen, dafür muss ich einmal irgendwie, ne, ich sag mal Design Thinking, ja, oder halt vordenken, was könnte das sein, den Proof-of-Concept und dann, okay, wir haben hier so zwei Beispiele in die Richtung, rattern wir jetzt mal iterativ weiter. Das ist voll und ganz okay, ich kann das ja auch mixen. So, will heißen, ich kann nur zwischen den Graden wandern. Entschuldigung, ich bin abgewichen. Ja. So, ja, je nachdem, wie es kennt. Und ich habe jetzt gerade für mich das Basecamp, also rein persönlich für mich, du hast mich ja gefragt, ja, weiß ich, grundsätzlich von der Idee her, fangen wir mit dem Basecamp an. Weil die Reifegrade, wie ihr sie seht, die Reifegrade oder diese, das Was und Wie Einordnung, bin ich meistens im Mittelfeld und dann fange ich doch im Mittelfeld an. So, muss ich Command in Order machen, nie im Leben, ja, aber wenn jemand, sag ich jetzt mal, ums Verrecken nicht selber sammeln will, ja, ich habe gerade einen sehr wortkargen Niedersachsen, nee, es geht Niedersachsen, okay, ich komme da auch weg, so, aber das ist keine Quasselstrippe, Punkt, so, und damit muss ich dealen, das ist doch okay. Ja, so, der ist halt nicht für Stakeholder-Kommunikation gemacht. Ich bin auch kein Rennfahrer, der bei der Formel 1 auf Platz 1 fährt. Bin ich nicht, wenn die gewinnen werden. Ich bin blind, habe schlechte Reflexe. So, und da fehlt mir auch kein Growth-Mindsetting. Ja, ich werde es einfach verkacken. Punkt. So, und das ist okay. Ja, also fange ich bei Stufe 3 an, dann sehe ich halt so, okay, bringen wir halt mehr Agilität, mehr Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung rein. Ja, und schauen wir mal, ob wir bei 4 landen. So, das ist mein Deal. Gilt denn die rückwärtige Darstellung auch? Also 1 ist dann Full PM? Umgekehrt? Ganz ehrlich, 1 wie 5 im Projekt geschehen. 1 ist leider zu oft da. Ich sehe es aber nicht, dass man es einsetzen sollte. 5 sehe ich in seiner Reihenkultur, in Projekten. Ich sehe es sehr selten. Weil die meisten Rahmenbedingungen, Stabilität, Team, einfach nicht da ist. Und wenn sie es versuchen zu sein, dann ist es irgendein Murks. Dann kommt irgendeiner noch in die Ecke geritten und sagt, ja, also ihr verkackt ja nur, weil ihr falsch denkt. Ne? Das finde ich ist so, dass das, Entschuldigung, das hat mit positivem Menschenbild nichts mehr zu tun. Das sieht nur danach aus. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß, ich kann sehen, die Hürde ist hier. Ihr werdet weder die Stabilität bekommen, ihr werdet weder auf diesen Reifegrad kommen, ihr müsst aber das Ziel erreichen. Und dann sage ich euch, lernt durch Schmerz, wenn ihr es verkackt und die nächste Stufe ist, ihr denkt falsch. Und das ist aber, das ist keine, meine persönliche Meinung, das halte ich für ein ganz schlechtes Menschenbild. Das kommt nur in einem netten Menschenbild rüber. Weißt du, was ich meine? So, aber das ist meine Denkweise. Das ist so, finde ich übergriffig. So, und dann, wo ich sage, so, hey, die können ja aber trotzdem bei 3 oder 4 sein. Und 1 würde ich eigentlich nicht sehen. 2 ist sozusagen für die Newbies. Ne? Das,
also wenn man das eine da so gar nicht kann, man hat keinen, der Erfahrung hat, Johann, ich beeil mich, wenn man keinen hat, der irgendwie eine Erfahrung halt hat, mit Agilität oder iterativ vorzugehen oder sonst was, ja, und inkrementell Sachen aufzubauen, Software aufzubauen, jo, dann starten wir mal mit 2. Und dann gucken wir mal, wie du auf 3 kommst und auf 4. So, wenn die Rahmenbedingungen so sind. So, und diese ganze Lernkurve ist aber auch ein Projekt, ja, aber auch endlich mal ein Projekt, also ein Programm. Das aktuelle läuft jetzt gerade 2 Jahre, das andere lief 2 Jahre. Da hast du schon Zeit zum Ausprobieren, ja, aber es ist ja auch nicht unendlich. Und wie gesagt, beim Corona-Projekt muss man von Anfang an delivern. Da muss der erste Schuss schon sitzen. Das sagt dir die Wirtschaftswoche dann ziemlich schnell, was nicht funktioniert. Wir haben ein Currency-Zeichen verkackt. Das durfte ich dann am nächsten Tag sehen. Aber es ist eine andere Geschichte. So, Johann. Genau. Frage, wenn ich jetzt ein Reifegradmodell letztendlich oder wenn ich hier die Spalte Reifegrad habe oder auch Anpassungsfähigkeit, die hier mit niedrig, mittel, hoch angegeben ist, dann müsste ich ja, wenn jemand die nächste Stufe erreichen will, denen auch sagen können, was bedeutet niedrig, was bedeutet hoch, was ist der Unterschied und was muss ich denn als nächstes tun, um von niedriger Anpassungsfähigkeit auf mittlere oder hohe zu kommen. Also hinzuschreiben, dass ich die brauche oder wenn ich sie habe, dann kann ich mich in diese Stufe einordnen, ist ja prinzipiell okay, aber wo steht die Definition davon? Mhm. Im klassischen Reifegradmodell, also klassischen Projektmanagement, heißt es dann ja, Stufe 1 ist, jeder macht, was er will, Stufe 2 ist, Standards sind definiert, aber die macht halt nicht jeder, Stufe 3 ist, Standards gibt es und sie macht auch jeder, Stufe 4, wir fangen an zu messen und Stufe 5, wir sind ja in der permanenten Optimierung angekommen. Also die müssen wir hier genauso definieren. Ja, Johann, das nehme ich mit, das fehlt, das ist nicht drin, ja, und das ist ein guter Punkt. Wenn du zum Kunden gehst und sagst, oder egal, Kunde, Organisation, however, so jemand möchte, warum auch immer, das wäre doch mal der nächste Punkt auch, warum will ich überhaupt agiler werden, weil ich es ja besser haben möchte, als es bisher läuft. Das muss ich ja klar erstmal analysieren, was läuft denn nicht so gut und liegt es an unserer Anpassungsfähigkeit, liegt es an der Unbekanntheit der Anforderungen, hier um die Stacy-Spalte mal zu bedienen, also an was liegt es denn eigentlich und wo kann ich mit welchen Mitteln wie weiterkommen, weil der blanke Wunsch, full agile zu sein, den halte ich für fragwürdig. Also insofern muss man den Leuten noch einen Fahrplan an die Hand geben, der heißt, naja, du willst dahin, also musst du an dem Stöckchen und an dem Schräubchen nochmal drehen und hämmern, da kann es was werden. Und im Chat ist ja gerade die Frage, ob wir nach Stufen nach CMMI sprechen. Ja, das war mein Beispiel für die Klassiker, ja. Aber wie wären die denn hier? Also wenn du das jetzt mal umwürzt auf CMMI, dann müsste man ja sagen, Stufe 1 oder Stufe 0, wie auch immer, würde bedeuten, jeder macht, was er will. Und jeder in einem agilen Team kann sowieso nicht machen, was er will. Also müsste man sagen, jedes Team von 10 macht, was es will. Stufe 1 wäre dann, die nächste Stufe wäre, wir wissen, was es bedeuten würde, wenn man es richtig machen täte, es machen aber halt nur Einzelne. Stufe 3 wäre dann, es machen alle. Und Stufe 4 wäre dann genauso, wir messen, was wir damit erreichen. Und Stufe 5, wir sind auf einer permanenten Verbesserungsschiene. Also, aber trotzdem, ist auch schwammig, ne? Muss ja trotzdem immer sagen, was ist der nächste Verbesserungsschritt? Der Punkt ist, also Punkt Nummer 1, also ja, das würde ich sagen jetzt mal als Erweiterung. Also das war jetzt sozusagen der Weg nach 2 Jahren. Ja, halt, das muss man ja stufen oder es macht Sinn, es zu stufen. Ja, so, und das mal halt überhaupt jetzt mal zu teilen, wie ihr das so da sozusagen an der Stelle seht. Ja, und wie die Stufen sozusagen oder was man dann halt machen muss. Ja, die Diskussion, das wäre schon wieder eine nächste Runde und die würde, denke ich mal, auch für über alle 5 Stufen auch 2 Stunden dauern. Ja, aber da bin ich voll und ganz bei dir. Ja, zwischen den Stufen, also ich könnte aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal, halt aufzählen. Ja, ich möchte mich auch nicht drum drücken, ja, aber da könnte man eigentlich schon fast eine andere Runde mal aufmachen dazu, wer dazu Bock hat. Also wenn du dazu Bock hast, ich lade dazu herzlich ein. Ja, können wir gerne mal schnacken. Aber ich will mich hier nicht um die Arbeit drücken. Ja, also ist ein guter Punkt. Nehme ich mit, gell?
Also wir können ja auch mit Antje nochmal drüber reden. Ich hatte am Dienstagnachmittag mit ihr eine längere Session für unser nächstes Seminar zum Thema eben hybrides Projektportfolio-Management letztendlich, wo es eben auch da nebenbei die Frage war, na, was willst du eigentlich, wo willst du hin und was ist denn so der Weg, den man anstrebt, so wie klassischerweise ist IMMI, sagst du, Level 3 ist schon mal ganz gut, weil da kannst du anfangen zu messen, da kannst du was machen, ja. Aber wo will ich denn in der Agilität mal hin, wo du vorhin auch meintest, Agile Basecamp, da gehe ich mal rein und dann gucken wir mal, aber wie ist der genau definiert, weil wenn du jetzt sagst, du brauchst hohe Anpassungsfähigkeit, okay, unterschreibe ich. Die Frage ist nur, was ist das? Wie messe ich das? Also wie ordne ich mich da einfach ein? Fair point. Also gerade war ich ja bei der Herleitung sozusagen, wie ich da drauf komme oder wie ich das ableiten kann, wie das, wo ich halt bin. Die Messgrößen, ja, also für diese Skala. Du kannst ruhig in deinem Elektrotechnik-Jargon bleiben. Ich habe in Berlin Elektrotechnik studiert. Nee, der Punkt ist sozusagen halt, da kann ich auch sagen, wir misst. Also ich muss ja sozusagen halt, was sind meine KPIs, um halt darauf zu kommen? Also was sind meine Messpunkte? Wie könnte ich das in irgendeiner Art und Weise, sage ich jetzt mal, quantifizieren? So, das wäre, glaube ich, aber eher ein Schema, wie man da hinkommt, als die Messgrößen selbst. Also jetzt kannst du ganz spontan gerade so aus in die Runde geschossen. Ja, also es ist halt, ich könnte da nicht reinschreiben, du musst das und das und das und das sind die Indikatoren, sondern man könnte höchstens einen Weg weisen, wie man diese ermitteln kann. Das wäre jetzt so meine allererste Antwort. Das macht dich vielleicht nicht zu 100% glücklich. Ja, aber man müsste einen Weg finden oder vielleicht Bereiche geben, welche Fragen müsste man halt stellen, um da halt reinzukommen. Und das dann auch nachträglich auch messen zu können, weil wenn ich ja sage, du kannst das ja auch immer wieder halt anpassen zwischen den Stufen, ja. Frau Jungherr, Herr Jungherz und tschüss. Sehe ich gerade, Entschuldigung, noch eine kleine Verabschiedung. Da muss ich ja auch sozusagen halt messen können, wo bin ich da gerade? Und da gebe ich dir recht, ja, misst sozusagen dieses Modell das gerade nicht. Also es ist gerade eine ganz starke Vereinfachung. So, dann müsste man nochmal tiefer rein. Ja, aus meiner Sicht, ja, also je mehr, ich habe ja mit Leuten sozusagen halt über 2 Jahre über den Weg dahin und über das Ding selber gesprochen, Klammer auf, Chris kann sich doch an einen hier die Banden erinnern, ja, wenn ich beleiert habe. Das zu Stufen macht Sinn, die Stufen grundsätzlich aus einer Anpassungsfähigkeit herabzuleiten. So, aber ich würde sozusagen halt, ich persönlich sehe es so, für mich ist Agilität kein Ziel. Das ist ein Mittel zum Zweck. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist ein Mindset, das ist eine Grundhaltung letztendlich. Ja, also wer denkt bei IKEA, das Ziel ist der Imbusschlüssel? Nein, der ist zwar überall mit dabei, verdächtigerweise. Ja, und der macht auch Sinn, dass er überall so oft mit dabei ist. Aber das ist nicht das Ziel von IKEA, dass ihr einen Imbusschlüssel überall bei euch in der Wohnung liegen habt. Das ist ein netter Nebeneffekt. So, aber der Sinn ist, dass das Billigregal steht. Punkt aus, Mickey Mouse. So, das ist doch dem Kunden scheißegal, wie das Produkt gebaut worden ist. Punkt. Aus keinem anderen Grund würden wir bestimmte Produkte kaufen, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind. So, also wenn es uns wichtig wäre. Ich kaufe lieber Software, von der ich weiß, dass sie agil gemacht wurde. Wow. Egal Insight. Ja, danke. Ja. So, die hat noch den richtigen Mindset. Ja, super. Kann ich mal die Hose aus Bangladesch sehen? So, aber egal. Also bevor wir dann diesen Bereich abrauschen. So, aber der Punkt an der Stelle ist, ich persönlich sehe sozusagen halt praktikabel in Projekten, mein Hotspot ist irgendwas zwischen 4 und 3. Das wäre, wo ich sagen würde, für Projekte wäre das ein Hotspot. Für 5 brauchst du echt Gründe, weil du musst da ja das liefern als Reifegrad. Da brauchst du schon ein schon vorher stabiles Team, das ein Projekt übernimmt. Das ist meine persönliche Ansicht. Und wenn es so lange läuft, dann kannst du dich auch wieder fragen, ob es überhaupt ein Projekt ist. So. 100 Punkte, da sind wir genau bei meinem Plädoyer vorhin. Entweder hast du ein festes Team, dann kann es was werden, oder du keins hast, dann hast du halt Fragmente davon, die du umsetzen kannst, aber du kannst ohne festes Team niemals komplett agil werden, weil wie soll es gehen? Das schließt sich aus meinem Verständnis und auch aus meiner Erfahrung, schließt sich das komplett aus. Ich bin da etwas entspannter mit dem komplett ausschließen,
Ja, ich sage halt, also meine Sichtweise ist, ich kann einen Teil von Selbstorganisation nach oben bringen. Ich kann iterativ arbeiten. Ich kann, was soll dieses das Agile sein? Sogar Prag Dave hat gesagt, Agile is dead. Also der hat es mitgeschrieben. Weißt du, was ich meine? Ja, also was soll das Agile sein? Man kann nur Agile etwas, agil etwas machen, das heißt beweglich. Punkt. So, also das ist ein Verkaufsslogan. Das ist Agile. Was soll es sein? Das Manifest und ausgedruckt drei Seiten. Ey, die Prinzipien, die kann doch jeder unterschreiben. Was soll das sein, verdammte Axt? Sollen wir dazu mal ein Meeting machen? Gerne. Weil ich glaube, das ist, also ich habe jetzt erst verstanden, was du meinst, muss ich gestehen. Und ich habe ein ganz anderes Verständnis davon, was Agile ist. Und du redest, also ich probiere es mal, du redest sehr stark von Selbstorganisation. Das, was du hier sagst, ist, wie hoch ist das Level der Selbstorganisation und wie kann ich das gemäß Reifegrad machen? Das ist für mich nicht der Kern von Agile. Ja und nein. Du kannst das eine nicht ohne das andere. Nur ja, nur ja. Der Punkt, also hier sieht man, also ihr wart bei den Gesprächen nicht dabei, wärt ihr dabei gewesen und hättet zugehört, wüsstet ihr, hier sind die Debatten von Ralf und mir mit drin. Ja, so Ralf, Scrum Master und Agile Coach aus Hamburg. Ja, und da sind wir halt immer wieder zum Thema Selbstorganisation gekommen. So, und der Punkt ist, es gibt so ein Buch, Gott, geht um U-Boot. Schlechtes U-Boot in der ganzen Truppe. Ja, so, und er hat sozusagen halt der Kommandant das Ding sozusagen zu einer der besten sozusagen noch umgedreht. Da, wie denn auch? So, also weil er halt mehr Selbstorganisation halt in, also Command and Order sozusagen durch Selbstorganisation immer mehr ausgetauscht hat. So, das ist erstmal so die Baseline von dem ganzen Ding. So, und der Punkt ist, wenn ich halt eine hohe Flexibilität brauche, dann muss ja auch die Organisation, die das liefert, auch in sich flexibel und dynamisch anpassbar sein. Ja, du musst weil sie ad hoc, weil sie meistens auch oft ad hoc Lösungen generieren muss. Und das kann dann nur, und in dem Moment, und da würde ich allen sagen, dass skalierte Agilität hier auch an dem Problem ein großes Problem sein kann, weil dann schon wieder so viele Teams oder so viele Leute dran sitzen, dass diese enge Kommunikation, wenn ich das in diesem harten, ich greife ganz hoch ins Regal, wenn ich da ganz oben hin will, dann muss ich das auch liefern und bieten. Selbstorganisation ist nicht Agilität. Ich werde nur sehr beweglich, wenn die Organisation dahinter sehr beweglich ist. Aber das kam ja eben schon als Anmerkung. Dazu müssen wir definieren, was das bedeutet. Ja, ich habe mal ein Beispiel reingeschrieben, ist natürlich so ein IT-Thema, so Lead Time for Change. Ja, das ist ja eine KPI, die du wählen kannst, um zu sagen, wie agil bin ich dann? Wie schnell kann ich einen Change umsetzen? Ja? Und das hat was mit Agilität zu tun, aber wenig mit Selbstorganisation. Selbstorganisation ist nur eine Dimension, die man dort betrachten kann, aber und deswegen bin ich da die ganze Zeit auch drüber gestolpert. Viele Sachen haben damit eigentlich nichts zu tun. Also du könntest dir, wenn du ein gutes Team hast, was einen hohen Reifegrad hat, ohne das Wort agil jetzt mal zu benutzen, dann werden die an der Stelle delivern. Und wenn du ein Problem hast, was eine hohe Integration erfordert, dann wirst du ein hohes Maß an Management brauchen. Ob man es Projektmanagement nennt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das sind die zwei Sachen, die du brauchst. Das Problem ist, dass auch die Autoren vielleicht nicht wussten, was der Effekt ist von dem, was sie da verursacht haben und warum das, was sie geschrieben haben, funktioniert. Ja, jemand, der was aufschreibt und sagt, hey, das funktioniert so und so, der weiß noch lange nicht, warum das funktioniert. Der Punkt ist, verdammt nochmal, ich suche es jetzt gerade. So. So, und wenn du mich jetzt in einer Tour fragst, deswegen ich darauf rumreite, ja, das waren Jahre in Projekten, ja, wo ich zitierende Mitkollegen gehabt habe, ja, die außer wir müssen agil sein, also weil immer das sein soll, und wir haben das. Und es gibt nur 0 oder 100. Ja, aber so, und wenn du diese Kombination ja, vor dir hast, ja, das ist, ich würde mal sagen, das ist Einsatzzersetzung. Das gilt schon, sage ich jetzt mal, in interne Karambolage. Aber diese Aussage, die da steht, ja, die ist falsch.
Ja, die besten Architekturen kommen von Leuten, die wissen, was sie tun. Das ist das Manifest, mein Freund. Ja, deswegen sage ich doch, das ist wie die 10 Gebote. Die sind richtungsweisend, ja, aber die sind nicht wahr. Mein Lieblingspodcaster sagt, die sind metaphorisch wahr, aber factual false. Ja, das ist faktisch falsch, aber metaphorisch ist es wahr, weil es hilft dir, in die richtige Richtung zu denken. Weil, was ist das Gegenstück zu dem, was hier steht? Das, was nicht funktioniert, sind Top-Down-Architekturansagen. Ja? Der Enterprise-Architekt kommt und sagt, hey, das brauchst du am besten so. Nee, das funktioniert nicht. Ja, sondern selbstorganisierende Teams haben dem gegenüber einen Vorteil. Aber der Effekt ist, wenn du in dem selbstorganisierenden Teams niemanden hast, der die Architektur kann, 100-mal gesehen, dann kommt Müll raus. Ja. So. Und wenn du von außen einen Architekt hast, der sagt, hey, der macht das und der hat Erfahrung, dann kommt was Funktionierendes raus. Die Selbstorganisation ist an der Stelle nur eine Idee, um zu sagen, mach keinen Elfenbeinturm. Ich nehm mal die Bibel da mal wieder weg. Ja. Im Grunde genommen, mach mal. Kannst du auch lassen. Ist die präsente Ansicht, ist ja. So, der Punkt ist dahinter, der Reifegrad-Aspekt, den du beschreibst, ist ja, glaube ich, richtig. Ich glaube, da haben wir auch Konsens unter allen. Ja. Die einzige Frage ist, auf welcher Dimension definiert man das und was sind die Kriterien, um zu sagen, was bedeutet Reife? Und da ist der Punkt, wo ich sage, du siehst, also wie gesagt, ich mache ja nur IT-Projekte und da habe ich relativ viele gesehen und habe mega, mega gute Leute gesehen. Du siehst den Unterschied zwischen jemand, der weiß, was er tut, ja, der macht ja in kurzer Zeit ein Design und der Manager, der da dazukommt und keine Ahnung hat, der macht das alles kaputt. Deswegen ist der in der Selbstorganisation super gut aufgehoben. Also was habe ich gemacht in meinem Team? Ich habe natürlich nicht versucht, ihn zu managen, also nicht in dem Form, nicht in dem Sinne. Aber wenn du äußere Constraints hast, ne, du musst halt liefern, weil ein anderes Projekt wartet auf dich, dann musst du halt das so rüberbringen, dass das in Summe passt und seine Antwort nehmen und zurücktragen. Das ist die Arbeit, die du als Projektmanager machst. Deswegen, du machst nicht mal weniger Arbeit, du machst nur andere Arbeit. Die verteilt sich auf andere Zeitschienen. Das heißt, du machst pro gelieferten Gegenstand weniger Projektmanagement, aber nicht pro Zeiteinheit. Das heißt, du hast immer noch eine Vollzeit, bla bla bla. Das bleibt alles gleich. Und die Dimension, Reifegrad ist okay, aber ich glaube, das Selbstorganisation ist das völlig falsche Maß. Nicht das völlig falsche, ist ein halb falsches Maß. Ich würde es auch nicht komplett rausnehmen. Aber es ist ein Faktor, den du brauchst, ja, den. Also was möchtest du denn? Ich biete dir eine Alternative an. Ich biete eine Alternative an zu dem Selbstorganisation. Sure. Das ist Ownership oder Verantwortung. Ja, und das ist das, was in dem Thema auch drin ist. Das Modell des Owners. Ich mache eine Analogie. Ja? Analogien beweisen nichts, aber manchmal erklären sie was. Du hast ein Haus. Du bist der Owner von einem Haus. Ja? Du hättest jetzt gern umgebaut, kannst aber nicht bauen. Dann nimmst du dir einen Architekten und lässt den das machen. So, und jetzt ist es die Frage, du bist der Owner, natürlich entscheidest du, was das Ding am Ende machen soll, aber du würdest dem Architekten nicht erzählen, wie er seine Arbeit macht und nicht dem Maurer und nicht dem Elektriker. Ja, aber Ownership, wenn der Architekt die Ownership übernimmt für seinen Job und der Elektriker für seinen Job, dann hast du eine Dezentralisierung, du hast Ownership, Selbstorganisation in den Gewerken, weil jeder weiß und verantwortet, was er tut. Das ist seine Leistung, sein Produkt. Und deswegen habe ich es irgendwo reingeschrieben in den Chat. In dem Sinne ein Produkt oder der Elektriker ist, sein Produkt ist Elektriker sein und er ist der Owner von dem Ding. Das verantwortet er. Und deswegen gehst du als Product Owner außenrum oder als Architekt außenrum nicht hin und redest in seine Ownership rein, sondern du sagst, das soll er selber machen. Der Organisationsteil, Selbstorganisation, der geht ein Stück weit damit einher. Aber der eigentliche Aspekt ist Ownership und er verantwortet das, was er dort tut. Und dann kann er dezentral entscheiden und sagen, ah, okay, dann mache ich das so, dann nehme ich den, weil der hat jetzt frei und der hat Urlaub. Der kann sich organisieren und du musst dich nicht drum kümmern, weil deine Top-Down-Planung das eh nicht hinkriegt. Oh, da wird er kurz einhaken. Ja, er war ein langer Monolog, Entschuldigung. Alles gut. Aber mit Ownership und also am ich habe sehr viel gebaut, der Bauvergleich hinten ein bisschen, glaube ich. Ja, ich weiß, deswegen sage ich immer dazu, ja. Aber und ich finde die Ansätze alle sehr gut, aber in der Agilität, oder jetzt habe ich auch viele Gedanken, also das eine ist, was wollen wir eigentlich erreichen? Und ich will ja nicht einfach nur agil werden, sondern ich will ja in meiner Arbeit besser werden. Und da haben wir, glaube ich, mehrere Punkte. Das eine ist, bin ich einfach nur zuverlässiger in meiner Vorhersage?
Ich weiß, was ich tue, der Owner hat bestellt, ich baue ein Haus, ich baue nur die Elektrik ein, scheißegal was ist. Auf jeden Fall, ich mache eine Aussage über das, was noch kommen soll und jemand hat das geplant. Und ich möchte, dass die Verlässlichkeit in meiner Aussage besser wird. Das würde ich mal sagen, ist prinzipiell der Sinn von Projektmanagement und all diesen organisatorischen Maßnahmen. Wir haben alle was vor, wir wollen was machen, egal was ist, aber wir wollen irgendwie mal zu einer Aussage kommen, die heißt, hey, schaffst du es die Woche, schaffst du es dieses Jahr, schaffst du es bis Ostern nächstes Jahr, whatever. Geld gibt es auch, also dieses klassische Dreieck, kann man nicht wegdiskutieren, das bleibt ja da. Oh, nein, das bleibt nicht da. Das ist nicht Nein. Das Dreieck bleibt da, die Frage ist nur, was auf der Spitze steht. Das heißt, und der klassische Wechsel ist ja zwischen agil und klassisch, der Wechsel zwischen agiler Welt und klassischer Welt, sehr genau der, dass siehe Berliner Flughafen, wir müssen Spezifikationen erfüllen, der Brandschutz muss rein, egal was kostet, wie lange es dauert, wenn der Brandschutz nicht funktioniert, kann ich fliegen. Das heißt, das Ziel war fix, Zeit und Geld waren variabel. Wenn du es jetzt umdrehst und sagst, in der agilen Welt ist aber Zeit und Geld sozusagen fix, weil die Teams sind fest anheimgestellt und die machen aber, was sie in der Zeit schaffen können. Und das ist aus meiner Sicht ja dann die Vorhersagbarkeit, die ich mit meiner Umgebung vereinbaren muss, dass ich 7 Leute habe und einen Sprint. Nächster Sprint, eine Version in 4 Sprints, 5 Versionen in keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist aber das Ziel, dass die Vorhersagbarkeit besser wird auf der einen Seite. Und ob das jetzt die technisch beste Lösung ist, das ist ja gerade im Agilen oft das Thema, dass man sagt, naja, muss ich jetzt die technisch beste Lösung bauen? Dann sagt der Nächste, sagt, na, hättest du eine Spezifikation geschrieben, hätten wir uns vorher Gedanken gemacht. Sagen wir, nee, wir sind gerade agil, wir probieren es mal aus. Vielleicht schmeißen wir es auch weg. Ja, letzter Satz. Und die Geschichte, das Team verantwortet das ja als Ganzes. Du sagst ja dann nicht so wie beim Bau, darum meine ich, dass das hinkt. Der Architekt, der Elektrotechniker, der Bauingenieur, der Türenbauer, der Fensterbauer und so weiter. Und jeder macht seins. Und zum Schluss hast du ein Haus, das leider nicht funktioniert. Sondern der Gag an Agil ist ja, alle im Team verantworten das Ergebnis. Und das ist ja eine Schlüsselforderung an die Organisation, dass sie, wo nicht einer Fingerpointing, nee, Elektrotechnik ist gut gewesen, aber leider hat der Architekt vorne kein Loch gelassen, jetzt konnte ich mein Kabel nicht durchführen und das ist leider blöd gelaufen. Ne? Meiner Hinweispflicht bin ich auch nicht nachgekommen, dummerweise, Haus funktioniert nicht. Das wollen wir gerne nicht. Wir wollen ja, hey, wir brauchen da vorne ein Loch, ich habe Elektrotechnik, kannst du, und dann schaffen wir gemeinsam eine Lösung, wenn wir gemeinsam das fahren. Das halte ich für den Schlüssel in der Organisation. Aber das Ziel ist, vorhersagbarer zu werden. Ja, also ich habe es mal ich bin da völlig dabei, bei allem, was du sagst, die Analogie war vielleicht ein bisschen schlecht beschrieben. Also die Analogie war in dem Fall mit dem Hausbau, dass der Elektriker ein eigenes Team hat und der andere. Und dann hat man oben drüber das Team, das ist das, was ich eben meinte, diese Sicht oben drüber, wie ich das nochmal integriere, wo das springt. Also erstens mal, wir brauchen dafür, glaube ich, mal eine Folgesession, wo wir das mal ausdiskutieren, weil das ist meiner Meinung nach der spannende Part. Und an dem Beispiel mit dem Dreieck, also dieses Dreieck ist nur dann konstant, wenn ich den Prozess beibehalte. Und da, wir reden primär über Wasserfall versus agil. Klassisch ist ja meistens Wasserfall. Wenn ich ein Problem habe, wo die Beschreibung schon länger dauert als die Umsetzung, und das habe ich bei vielen Wasserfallprojekten, dann ändere ich alle drei Dimensionen dieses Dreiecks gleichzeitig. Ich werde besser, ich werde schneller und billiger. Was? Cost, Time, Budget, ja. Also ich mache alle drei Sachen schneller, wenn ich das mache. Aber das kommt aufs Problem an. Wenn ich ein Problem habe, also Wasserfall ist aus meiner Sicht per se normalerweise effizienter. Agil bringt einen gewissen Overhead mit rein. Und das kann sich auszahlen, wenn ich nämlich für die Spezifikation ansonsten zu viel brauche. Aber ansonsten gebe ich dir völlig recht. Das Problem bei dem Beispiel Flughafen und bei den anderen Beispielen ist, die sind nicht gescheitert am Vorgehensmodell. Die sind gescheitert, dass Idioten mit dabei waren, die nicht wussten, was sie tun und die politisch getrieben und aus Geldmacherei Sachen gemacht haben, die sie nicht sollen. Ja? Brandschutzbestimmungen, die waren nicht ganz neu. Es war kein Change, der überraschend im Projekt gekommen ist. Da war einfach ein Kompetenzthema. Und das ist bei dem anderen Thema auch, was gebe ich meinen Kunden als Message mit? Guckt, dass er, wenn er Software entwickelt, dass er als erstes mal Senior Software Developer kriegt. Ansonsten wartet einfach. Fangt nicht an. Startet einfach nicht, es macht keinen Sinn. Ja? Auch selbst organisiert werden die keine gute Software bauen. Das geht einfach nicht. Niemand baut beim ersten Mal eine vernünftige Enterprise-Software. Das gibt es nicht. So, also heißt es, guckt auf euer Skill-Level, macht euer Assessment, aber wenn ihr das Skill nicht habt, wartet, bis ihr es habt. Punkt 1, rekrutiert euch mal Leute, die es können. Intern, extern, wie auch immer. So, und dann folgt der Rest sekundär. Das war auch die Diskussion mit Patrick hier, nicht mit Patrick, doch mit Patrick.
Ja. Ich habe mal eine Frage. Entschuldigung. Dafür ist es ja eigentlich gerade da. Ja, und ich finde das ja auch sehr wertvoll. Du hast gerade eine Folgesession angeboten. Ich gehe davon aus, ich darf die einladen. Punkt Nummer eins. Ja. Okay. Von mir aus kannst du auch gerne mal in der Community fragen und dann gucken wir, ja, was wir machen. Also wir sollten es halt vielleicht ein bisschen timeboxed machen und sagen, wir nehmen uns einen Aspekt raus, den wir heute hatten. Also wir definieren mal unsere Ziele oder woran wir das messen wollen, dass wir so einen Aspekt vielleicht nur rausnehmen. Genau, apropos Ziele, die Diskussion, die wir hatten, war ja letztendlich auch so, warum wollen wir denn agil werden? Ich glaube, dass diese Gründe, also wenn ich nicht weiß, also Change Management oder Lesson Number One, start with why. Wieso wollt ihr denn das überhaupt tun? Und das, ich glaube, das ist alleine schon, hat ein weites Spektrum an Antworten. Und irgendwie in meinem letzten Webinar habe ich auch gesagt, so, wieso seid ihr eigentlich überhaupt in der Session? Was wollt ihr denn? Wollt ihr es machen, weil es alle machen? Weil die anderen gesagt haben, wenn du das machst, bist du gut oder das ist heilig oder was ist denn das überhaupt? Ja, hast du einen echten Grund dafür? Ich glaube, der Punkt aus meiner Sicht, aber da bin ich sehr nüchtern gestrickt, ja, es ist ein Mittel zum Zweck. Und natürlich, dafür, aber welcher Zweck? Genau, so, und wenn ich, der Zweck ist sozusagen halt das, was erreicht werden soll, also die, nenn es Vision, das Projektziel, wie auch immer, ja, also es gibt einen Auslöser, dass etwas geändert werden soll, ja, erreicht werden soll, ne, bei der Aussage von Kennedy, also ihr seid da auf dem Mond, also der Mond, kein anderer, den da, und zwar an dem und dem Datum. Und wieder zurück. So, da und im besten Fall. So, und Punkt. Und da konnte man viel lange hin und her debattieren, warum, wieso, weshalb. Ja, aber das war halt das Ziel. So, und dann kann man überlegen, okay, wie baue ich und wie stelle ich das sozusagen halt auf, dieses Ziel zu erreichen. So, und schon allein sage ich jetzt mal, da ist das Ziel relativ einfach. Der Weg zum Ziel ist ja auch ein Weg. Das könnte ja auch, ne, da sind wir wieder. Das Projekt reift, bevor es sozusagen wirklich mit der Umsetzung startet. Ja, aber. Bis hin zu, der Weg ist das Ziel. Der Punkt ist sozusagen, dass ich sehen muss, was hilft mir, um das Ziel zu erreichen? Was hilft mir wirklich? Also nicht, was hilft mir in der idealen Welt, ja, sondern was hilft mir gerade mit dem Kunden, mit dem Kontext, mit dem Dienstleister, auch in einem Projekt. Der Kunde, super, toll, aber der hat zwei Dienstleister mit an Bord, ja, das ist schon, das ist eine Kollaboration, das ist kolportiert. So, also Zulieferung, Güte, etc. So, und das muss man halt ineinander stecken und zusammenfügen, das ist halt die Realität. So, und ich renne gerade in Schwafeln. So, fällt mir gerade auf. Also der Punkt ist, ich muss sehen, und da habe ich die Anpassungsfähigkeit genommen, wie anpassungsfähig muss ich sein und was habe ich für Rahmenbedingungen, ja, nach dem Motto, okay, ich kann ja immer ganz hoch ins Regal greifen, aber wenn das Ärmchen kürzer ist, dann wird das nichts. Ja, so, außer Himmel, Leiter. So, und dann muss ich sozusagen sehen, okay, was kann ich, wie erreichen? Eventuell brauche ich halt einen Projektmanager als Leiter, den ich da drunter stelle, ja, damit der Rest des Trupps dann halt rüber greifen kann. Jetzt mal nur so als Metapher. Genau, die Anpassungsfähigkeit ist ja genau der, also natürlich brauche ich die, weil wenn ich die nicht habe, kann ich nicht agil werden. Also das Wort Agilität steht ja auch in Wikipedia, was es bedeuten soll. Das ist nämlich die Flexibilität auf eine Umgebung, bla bla bla, reagieren zu können und. Whatever. Auf jeden Fall müsste man ja dann aber jetzt dann trotzdem eben sagen, da ich habe ein Problem mit der Anpassungsfähigkeit, deshalb habe ich die letzten Termine vergeigt. Und deshalb möchte ich agiler werden, weil agil scheint eine Methode oder ein Set von Methoden mitzubringen, das meine Anpassungsfähigkeit fördert. So, und ja, wie fördert es die jetzt allerdings? Und was muss ich anpassen? Ich hatte heute Vormittag eine Diskussion mit, wo es ums Ressourcenmanagement geht, wo der Besitzer der Firma dann auch sagte, ja, aber ich brauche doch einfach nur mehr Leute. Ich sagte, ja, dann hast du mehr Leute, machst du mehr Projekte und ein halbes Jahr später stehen wir an derselben Stelle. Dann sagst du wieder, ich brauche mehr Leute. Das ist nicht die Lösung. Ich meine, ja, kurzfristig schon, aber nicht für die Dauer. Und genauso hier. Also was ist denn der was bringt mich hier jetzt wirklich weiter? Und die Anpassungsfähigkeit an dieser Stelle ist aus meiner Sicht das, was halt in der Agilität den wesentlichen Punkt erfahren heute in dieser Zeit so gut reinpasst, weil wir keine Leute kriegen,
hast du halt eher das feste Team und dann sagst du, was können die? Und die bestimmen selbst, wie sie es bauen. Das heißt, ich habe da drinnen den JavaScript-Menschen, den SQL-Menschen, den, I don't know, REST-API-Superguru und einen UX-Designer und I don't know what, also halt irgendwas, wenn wir bei Software mal bleiben, alle Fähigkeiten, die ich brauche, um letztendlich etwas Funktionierendes zu liefern. Das ist immer das Lustige, wenn es heißt, die Ziele sind flexibel, da funktionieren muss aber schon. Die Frage ist nur, wie viel baue ich davon ein? Und nachdem ich mich darauf geeinigt habe, und das ist für mich jetzt der wesentliche Punkt von wegen Anpassungsfähigkeit, der betrifft ja die gesamte Umgebung, nicht nur das Team selber ist eigentlich am wenigsten davon betroffen, sondern die Umgebung muss anpassungsfähig sein, nämlich wir können uns darauf einigen, dass diese 7 Jungs oder Mädels, die in diesem Team sind, die haben ein gepflegtes Backlog und nur was geschätzt ist aus dem Backlog, kommt natürlich auch in den nächsten Sprint und die nächste Version. Und die unterschreiben, ich sage jetzt mal quasi mit Blut, wenn wir schon bei der Bibel sind, unterschreiben jetzt, dass sie gemeinsam das selbstgeschätzte oder die selbstgeschätzten Teile aus dem Backlog in den nächsten, sagen wir mal, 2 Monaten auf die Straße bringen und haben dafür 4 Sprints zur Verfügung. Das heißt, nach 2 Wochen sehen wir was Erstes, nach den 4 Wochen noch was, nach 6 Wochen noch was und dann sollten wir uns langsam darauf konzentrieren, dass wir tatsächlich mal nach 8 Wochen was shippen. Nur mal so als Beispiel. Ja, aber jetzt kommen wir ziemlich tief und Gewässer, die, letzter Satz. Und die Flexibilität, meine ich, die Anpassungsfähigkeit ist doch, dass man sich dafür committet, was von meiner Monstervorstellung ist denn okay, wenn das Team so bleibt, wie es ist, dass ich es in 2 Monaten kriege und in 4 Monaten und in 6 Monaten und in 8 Monaten. Und ich glaube, das ist doch die wesentliche Anpassungsfähigkeit, dass ich sehe, welche echten Möglichkeiten habe ich und was bringt mir das an echten, nächsten, nutzbaren Ergebnissen. Und wenn A nicht geht, muss ich halt ein bisschen B machen und C, aber es muss irgendwas funktionieren und die Umgebung, glaube ich, muss sich anpassen, nicht das Team selber, weil das Team selber ist hoffentlich konstant. Wir haben Backlog, wir haben Prozesse, wir haben keine Ahnung, wir haben Ergebnisse, wir haben Ahnung von Funktion, Qualität, bla bla bla. Die Frage ist nur, was liefere ich und wer ist damit zufrieden? Genau, da steckt die Anpassungsfähigkeit drin. Du hast aber ein paar Annahmen getroffen, die du nicht genannt hast. Also ich habe gehört, in deinem Team sind nur Entwickler. Nicht zwangsläufig. Aber das, was du gesagt hast, waren jetzt nur so eher so Entwicklertypen. Und du sagst, du hast ein Backlog. Und ich würde anfangen bei dem Punkt, wenn jemand schon einen Backlog geschrieben hat, mit dem die Entwickler dann weiterarbeiten können, dann hat man schon eine Option verschenkt von Agilität. Nämlich, ich habe jemanden dazu gebracht, irgendwas aufzuschreiben, anstatt dass die Entwickler ihn fragen. Du hast es gerade gesagt, ich habe eine Annahme getroffen. Ja. Ich würde eher sagen, du hast eine Annahme, eine Interpretation meiner Aussage, eine eigene Annahme gemünzt. Genau, ja, du hast die du nicht genannt hast. Und da, glaube ich, müssen wir einfach eine Stufe tiefer rein, weil ich glaube, dort liegt der Hauptgrund, weil du sagst, da muss sich die Organisation verändern. Da bin ich dabei, als Ganzes, aber auch mit dem Team zusammen, also die Kommunikation mit dem Team, und du sagst, ja, dann sollen die mit Blut unterschreiben. Mit Blut unterschreiben ist eine Variante, die finde ich nicht gut, weil die Variante hat einen Nachteil. In dem Moment, wo ich sage, du musst dich committen, ja, mit Blut unterschreiben, dass du in 2 Wochen das lieferst. Das nächste, was ich kriege, ist eine schlechtere Schätzung. Meine Herren, folgende Frage. Also 2038 kommt jetzt, wir wollen was essen. Mein Co-Moderator, ja, und Jungvater, der kündigt ja hier schon, sage ich jetzt mal, unseren Rauschmiss an. So, ich lese doch das nicht. So, mein Vorschlag wäre zu Güte, ich lade zu einer Folgesession ein. Ja. Und ich merke, wie immer bei dem Brückenbau, eine sehr angeregte Diskussion, ja. Ich persönlich konnte wieder viel mitnehmen, ja, auch das mit den mit eurem Input. Das würde ich ganz gerne für dieses Modell und das Modell zu verfeinern. Meine Frage wäre jetzt mal so rein egoistisch, ja. Gab es für euch irgendwie Aha-Momente oder Sachen, die ihr daraus mitnehmen könnt? Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist erstens, es bestätigt sich für mich, dass es schlecht war, die letzten Zeiten nie dabei gewesen zu sein, weil es ja offensichtlich sehr spannend ist und ich habe ja schon 100 Mal mit vorgenommen, aber es ist sich nie ausgegangen. Also ich muss mir das jetzt mal aufnehmen. Also finde ich sehr cool, das nehme ich auf jeden Fall mit.
und von dem Reifegrad oder von den 5 Stufen nehme ich auf jeden Fall mit, dass wir also ich finde die Einteilung sehr, sehr gut. Ich glaube, dass man als Diskussionsgrundlage das sehr gut ist. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wir müssen aber noch weiter diskutieren. Gerne. Also wie gesagt, das Ding ist ja ein Stein gemeißelt. Man fängt ja, das ist Sprint 1, würde ich mal so formulieren. Das hat der Oliver, finde ich, schön gesagt. Also wenn das Modell ist halt eine Vereinfachung und das hilft dir auf jeden Fall. Insofern, wir haben in dem aktuellen Projekt ein ähnliches Modell, ein bisschen komplexer mit 6 Stufen, hat aber ein bisschen anderen Kontext, nämlich da geht es auch darum, um die Transformation in Richtung so Biz DevOps-Teams. Also da geht es jetzt nicht so Agile in Reihenform, sondern ein bisschen das Drumherum, was da noch eine Rolle spielt. Und mein Learning ist mal wieder, auch wenn es irgendwie, ich kann es mir anscheinend nicht merken, auch wenn man glaubt, über dasselbe zu reden, tut man das einfach manchmal nicht. Ja? Und so spät, wie bei mir der Groschen gefallen ist, was du meinst, ja, das erschüttert mich jetzt schon so ein bisschen. Dass man einfach früher nochmal irgendwie einschiebt und sagt, wir definieren mal ganz kurz, was wir meinen mit Agilität, Flexibilität. Das hört sich, also Flexibilität, ne? Also warum, was meinen wir mit Anpassungsfähigkeit in diesem Kontext? Ja. Ja? Und das ist, sollte man mehr machen, auch wenn es scheinbar Overhead ist. Es ist halt, wir reden über ein Wort, ja? Und dieses Wort ist so eine riesengroße Kinoleinwand geworden. Ne, ja, der eine zitiert aus dem Manifest, der andere sagt, ja, aber das ist ja sowieso nur, dass es wie in England, sage ich jetzt mal, rot ist, eine Empfehlung, nicht rüberzugehen, ja, über die Ampel. Ja, in Deutschland ist es ein Gesetz. Also das ist, ja, so, und das ist sozusagen halt ein Versuch, ja, halt eine gemeinsame Gesprächsbasis für eine Diskussion zu finden, wenn man im Projekt drin ist oder startet, wo man sich ungefähr einordnet. Ja, Stefan, letzte Frage an dich. Die Folien, würdest du die zur Verfügung stellen, dass ich die verteile? Ja. Toll, super. Dann tue ich das nämlich. Dann? Zusammen mit dem Zusammenschnitt aus der Aufnahme. Meine Herren, es war mal eine Ehre und ein Fest. Und wer hätte es gedacht, Überlänge. Ne? Aber dann bin ich ja quasi der Gottschalk unter den Webinar-Moderatoren. Ansage, die Sendung ist auch ganz, aber. Okay. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bye.